Hunderttausendste. Wir hatten das gerade geklärt. Nee, für drei Nullen auf dem Bildschirm. Es ist doch eine Zoom-Meeting heute. Aber nur, wenn sie hochkant sind. Fangen wir jetzt echt zum Schluss noch an, ins Intro zu reden? Habt ihr das ja, jetzt bisschen? Können wir das machen. Ich bin dran. Es ist der 2. Februar 2023. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern die komplette Mann- und Frauschaft ist dabei und ein wunderbarer Gast, nämlich der Jörn Schaar. Guten Abend, Jörn. Moin. Auch so. Und der Sebastian ist dabei. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Und die Vera ist da. Hallo, Vera. Hallo. Der Lars ist auch dabei. Hallo, Lars. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Oh. Und Claudia gibt sich auch die Ehre. Hallo Claudia. Hallo, guten Abend. Claudia macht was ganz Verrücktes. Sie hat eine Lasagne im Ofen, eine frische, die fertig ist und sie sitzt trotzdem hier mit uns. Ich würde, könnte ich vor lauter Sabbern, könnte ich ja gar nicht reden. Ich bewundere deine Selbstbeherrschung. Großartig. Aber sie ist ja für morgen. Ja, aber kann man doch mal so, also man muss doch mal probieren. Ich verstehe diesen Einwand nicht. Lasagne. So, wir sind hier heute zusammengekommen, um zu wissen, wie das Wetter wird, denn es ist heute Multitag. Juhu. Wer lässt sich denn von uns jetzt aus dem Schlaf reißen? Also, wenn ich nach draußen gucke, ich würde keinen Schatten mehr werfen, aber versuch's ruhig mal. Ja, stimmt. Es ist zu dunkel für Schatten werfen. Wohin willst du den denn auch werfen? Auf die Erde? So. Wo wirst du deinen Schatten so üblicherweise hin? Momentan auf den Schreibtisch. Auch gut, aber nach unten jedenfalls. Obwohl, ja, also gibt ja konkret auch aktuell ja. Es gibt ja auch so Bühnenbeleuchtung von unten nach oben. Also dieser Einwand von mir ist jetzt auch nicht so tragfähig. Nee, das hält nicht. Gibt auch Schatten an der Wand, genau, beispielsweise. Ja, okay. Also das mit dem Murmeltier, das verschieben wir dann auf morgen. Machen wir dann morgen Murmeltiertag. Ist ja auch okay. Schon wieder. Genau. Ein anderes aktuelles Ereignis ist mir durch den Kopf geschossen, beziehungsweise dreht sich um die Erde. Ein grüner Komet. Lars, weißt du da irgendwas drüber? Hat er sich bei dir angemeldet? Nein, das ist ein Eindringling, der einfach so die Sicherheitszone durchdrungen hat. Nein, das ist ja unerhört. Und dann leuchtet er auch noch grün. Also, der hat doch gefälligst blau zu leuchten. Nein, da steht auch gar nichts. Der war schon mal da? Ja, der war ja vorangekündigt. Ach so, aber da waren noch die Neandertaler da. Das hat er im Radio gesagt. Das habe ich gehört. Genau, die haben sich auch beschwert, dass wegen der mangelnden Anmeldung. Das ist ein sehr frecher Komet. Aber ihr könnt doch, ihr Astronomen, ihr könnt doch alles berechnen. Jetzt sagst du wieder, ich bin kein Astronom. Schon richtig, ich verstehe. Aber ich frage mich, wie der Satz weitergeht, bevor ich irgendwas sage. Na, wir hatten doch letztens, wie war das denn? Was hatten wir denn da berechnet? Merkurtransit im Jahr 2400 oder irgendwie sowas. Das wäre doch absurd. Und da habe ich mich doch schon so verblüfft gezeigt, dass man das alles so ausrechnen kann. Und es ist jetzt für dich keine Überraschung, ne? Wirklich. Oder? Haben die Menschen an den Himmel geguckt und gesagt, was ist das denn? Also Kometen, also ich bin jetzt nicht sicher, in welche Richtung du fragst und was du fragst. Also Kometen. Ich frag Richtung oben. Kometen waren für lange Zeit für viele Menschen eine große Überraschung. Bei Planeten konnte man so ein gewisses Schema irgendwann erkennen, dass die Planeten, die freiäugig zu sehen sind, sich so langsam gegenüber den Sternen eben zu bewegen scheinen, also dass da ein Unterschied ist, während andere Sachen eben jeden Sommer und jeden Winter wieder auftauchen und immer sichtbar sind, also die Fixsterne und Kometen, die tauchten einfach mal kurzfristig auf und verschwanden auch wieder. Und war schon, also historisch teilweise mit Angst, mit Sorge, mit was weiß ich besetzt, weil diese Erscheinungen teilweise extrem imposant waren, sich so über einen halben Himmel ziehen konnten und so, also richtig mit dem Schweif ganz groß sein konnten. Das mit der Berechnung, die erste erfolgreiche Berechnung war eben ein gewisser Halley.
und der Komet, für den er das erste Mal berechnet hatte, wenn ich jetzt alles komplett falsch habe in der Geschichte, ist eben der Komet, den wir heute als Halleyschen Kometen kennen. Wo er das würde den Namen erklären, ne? Ja, also, wo er eben erkannt hat, hier, da ist offenbar ein Komet, der in regelmäßigen Abständen wiederkommt. Und anhand dessen hat er eben dann dieses Muster erkannt und gesagt, er kommt dann und dann wohl wieder. Und das war dann auch so. Ich glaube, er hat nicht direkt beim ersten Versuch richtig gelegen, aber da kommt es her, dass man es berechnen kann. Und dann gibt's eben auch Kometen, die kommen nur einmal her und verschwinden so weit, dass die kommen eben nicht zurück. Das kommt auch vor. Ja, so wie dieser jetzt, ne? Oder also meine. Nö, der ist ja zurückgekommen. Nur dass die Neandertaler waren noch nicht ganz so weit mit der Berechnung. Ja, genau. Also oder es wurde nicht überliefert. Das eben. Also wir haben das noch nicht aufschreiben können. Andere haben ja Notizen gemacht und die findet man dann vielleicht und dann nächste Generationen können dann da mit fortfahren. Was ich aber nur wissen wollte, hast du den schon versucht zu gucken? Also ich habe irgendwie nur so mitbekommen, der ist so 19 Uhr irgendwie zu sehen. Der, dann ja, wohl aber recht deutlich, wenn keine Wolken sind. Und das ist gerade im Moment hier schlecht. Also Wolken ja, viele. Das ist, was Astronomie angeht, meiner Meinung nach ein ganz bescheidener Winter. Also die paar Male, wo Sterne überhaupt sichtbar waren, war die Durchsicht so schlecht, habe ich so wenige Sterne gesehen, dass ich keine Versuche gemacht habe, Astronomie zu betreiben. Also ich hoffe, ich sehe das Ding noch. Der soll irgendwie jetzt, haben wir eben eine Phase, wo der Mond heller wird und in der Hoffnung, dass es danach, dass er danach noch zu sehen ist. Ich meine, irgendwas gelesen zu haben, dann vielleicht sogar die ganze Nacht über, habe ich noch Hoffnung, das Ding zu sehen. Vielleicht auch eine Chance. Den letzten, den hat man genau von hier aus ganz genau nicht sehen können. Da war jedes Mal irgendwie ein Hausdach davor. Also da hätte ich es hier wirklich noch aufs Dach klettern müssen. Eine kleine Peinlichkeit als Anekdötchen. Als ich angefangen habe mit diesem Hobby vor Urzeiten, wollte ich mir die Galaxie M33 angucken. Und dann hatte ich einen super klaren Sternenhimmel, stehe mit meinem kleinen ersten Teleskop draußen, absoluter Anfänger und will diese blöde Galaxie mir angucken und denke, Mensch, du hast diesen blöden Himmel komplett frei und genau da, wo die Galaxie ist, da ist diese scheiß kleine Wolke. Oh, es hat eine Weile gedauert. Lass mich raten, es war die Galaxie? Es war die Galaxie. Es stellte sich heraus beim Treffen von Amateurastronomen, dass ich mit diesem Phänomen nicht der Einzige war. Das ist genau mit dieser Galaxie auch schon anderen Leuten passiert. Ja, ich hätte jetzt an einen Fleck auf der Optik gedacht oder irgendwie sowas. Aber Claudia, großartig, du hast sofort geschaltet. Hey. Wow. Ich habe ja auch einen Hinweis gekriegt, mit dem es hat einen Moment gedauert. Nein, den hatte ich auch, aber bei mir ist es länger. Oder ich hätte ich finde es großartig. Also, okay, das ist also nicht immer so einfach, Dinge im Weltall zu beobachten. Nee. Vor allem nicht, wenn man Anfänger ist. Und vielleicht noch ein bisschen doof. Aber hier zum Thema Bahnen berechnen und so weiter, ne? Da habe ich jetzt einen Podcast gehört, der hat mir erklärt, dass irgendein neuer Forschungssatellit, irgendwie mehrere Male um mehrere Planeten irgendwie nah bei rumfliegt, um dann da irgendwie Schwung zu holen, um dann bis Jupiter zu kommen, glaube ich, oder zumindest zu einem Mond. Und das Ding heißt Saft, das finde ich so witzig. Weißt du, wo ich das gehört haben könnte? Ich habe es heute auch gehört, beim gleichen Podcast. Ja, aber das Wort Saft kam nicht vor. Doch, echt? Doch, hat er gesagt. Ja. Juice wie Saft. Das wurde ausdrücklich gesagt. Ja, hat der eine gesagt, ja. Ah, okay. Ja, der Lagrange-Mensch da, der hat das gesagt. Ach, Kai. Ja, okay. Ja gut, wir reden jetzt nicht drum herum. Lars war bei in Toulouse. War der so witzig, weil hier unser Sofa, nee, wie heißt der denn? Wer macht noch mit dem Tobias zusammen den
Gott, ey, kann nicht sein. Blattering? Ja. Ole? Ole, genau. Ole macht doch irgendeine App und die heißt Toulouse. Warum auch immer, irgendwie aus Jontef. Also Toulouse, immer wenn du Toulouse sagtest, habe ich sofort Toulouse im Kopf. Das sagt mein Vater nämlich auch ständig, ich weiß auch nicht weswegen. Und das hatte ich nämlich auch immer im Kopf, Toulouse. Ich habe immer im Kopf No Time to Lose, einen alten Sketch von Monty Python, der ist auch sehr großartig. Aua. Sehr gut. Ja, jedenfalls, du warst in Toulouse und hast da in einem sakralen Moment sozusagen ehrfürchtig vor diesem Ding stehen dürfen. Das hat er so schön beschrieben. Also Pablo war auch dabei. Das war großartig. Also eure beiden Stimmen so entspannt zu hören oder so begeistert und entspannt. Es ist einfach was anderes, wenn sich zwei unterhalten, als wenn einer alleine in so einem Mikro redet. Das ist von der Situation einfach komplett anders. Und außer beim Jörn. Der kann auch alleine so locker reden, als wenn zwei im Raum wären. Wahrscheinlich, weil immer zwei im Raum sind. Hast du mich gerade fett genannt? Nein, aber ich weiß ja, dass du dann manchmal auch Publikum hast, wenn du da so redest. Dieses, ja. 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 Also ich wollte nur sagen, Lars, das war sehr schön. So. Ja, danke schön. Und diese Bahnberechnung, genau. Ja. Da möchte ich, also es wurde ja von dem Pressechef Nick, wie heißt der Nick? Ich habe ihn vergessen. Kai. Auch was Kurzes. Er hat ja gesagt, ich kann dir das nicht erklären, aber ich kann dir Menschen nennen, die das erklären können und bitte mach mit denen eine Podcast-Episode, dann verstehe ich das auch. Und genau. Ich plus eins. Ja, ich auch. Genau, das habe ich auch gedacht. Oh, ich habe noch gedacht, ich muss Lars sagen, der soll bitte diese Folge machen, weil auch wenn ich Mathe und sowas hasse wie die Pest, aber das interessiert mich auch, wie die das berechnen. Mich selber auch, weil das für mich tatsächlich so ein wirklich, wenn ich darüber nachdenke, wie sie das machen könnten, ich immer irgendwo hängen bleibe. Ich möchte wissen, ist das begründetes Raten? Wie kann man da zielgerichtet drauf hinrechnen? Also, dass man sagt, wir wollen dahin und wir sind darauf angewiesen, dass andere Himmelskörper an ganz bestimmten Stellen stehen und wir uns in Relation zu denen auch auf eine ganz bestimmte Weise bewegen, damit das überhaupt funktioniert. Und ich möchte gerne wissen, wie die drauf kommen. So könnte es gehen. Und da steht in meiner Themenliste tatsächlich ziemlich weit oben, aber tatsächlich liegen in den nächsten Wochen ein paar Sachen an, die cool werden könnten. Und darauf muss es eben warten. Hoffentlich sagt er dann nicht, ja, wir benutzen ChatGPT. Das kommt da immer richtig raus. Das wird da wird er sich aber irren. Ich habe jetzt eine schöne Beschreibung für ChatGPT gehört. Es ist eine eloquente Laberbacke, hat Marit Jansen, die Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, dazu gesagt. Eine eloquente Laberbacke. Viral ging auch noch so eine Art ChatGPT-Klon, will ich es mal ganz vorsichtig nennen. Den hat ein Typ von ChatGPT quasi programmieren lassen. Der hat also zu Chat, genau, Sascha schreibt es gerade. ChatGPT heißt es. Ja, miau. Egal, was du eingibst, da kommen eben unterschiedliche Kombinationen des Wortes miau zurück. Und der Clou an dem Ding ist, dass er offenbar ChatGPT gesagt hat, schreib mir einen Chatbot, der so aussieht wie ChatGPT, und dann so lange noch fein getuned hat, bis das Ding anscheinend den Quellcode für dieses ChatGPT ausgespuckt hat. Gibt's auch liegt in einem Git, kann man sich den Code angucken, und der soll von ChatGPT kommen. Fand ich auch ein sehr hübsches Projekt. Was mir heute Morgen, also für diese Maschine durch den Kopf ging, wenn zwei Personen dieser Maschine von unterschiedlichen Endgeräten aus dieselbe Aufgabe stellen, ja, schreibe mir ein Gedicht mit Lasagne oder so, kommt dann dasselbe dabei heraus? Oder ist das auch irgendwie von Gefühl und Wellenschlag, Uhrzeit und keine Ahnung, Raumtemperatur abhängig, was die Maschine dann ausspuckt? Also ich habe für die gleiche Anforderung unterschiedliche Dinge bekommen. Ich habe mich an dem Ding schon ein bisschen abgearbeitet. Hast du schon mal danach gefragt, oder sie oder er? Also für mich ist das immer eine sie, für Marit Hansen war das ein er. Auch lustig. Wir wissen nicht genau. Für mich ist es ein S. Das ist ein salomonisches Urteil, das Maschine, genau.
Aber das Maschine weiß ja dann, dass du auf deinem Konto schon mal diese Frage gestellt hast. Und dann vielleicht antwortet es was anderes. Aber wenn es die erste, aber dann hängt es wahrscheinlich auch von den Kommunikationen ab, die vorher stattgefunden haben. Also das wäre mal eine interessante Frage. Weißt du, es wird im Moment diskutiert, ob Studierende oder Schülerinnen und Schüler das vielleicht einfach benutzen können, um dann den Hausaufgabentext, ja, schreibe in 20 Worten dein schönstes Ferienerlebnis oder so, dann geben die einfach der Maschine und dann wäre ja, also eine Möglichkeit, das zu erkennen, wäre ja, wenn dann alle Schülerinnen denselben Text abliefern. Und wenn das einfach eine Maschine ist, die maschinell reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht so klein. Aber also, weiß keiner von euch. Da kann ich nur einen halben Datenpunkt liefern, nämlich mit so einem freien Bildgenerator, an dem ich mich ohne Account ausgetobt habe. Und wenn ich ein und dieselbe Anforderung gestellt habe und dann eine völlig neue Session ohne Cookies, alles so ein ganz sauberer Browser, neu angefangen habe und die gleiche Anfrage nochmal geschickt habe, habe ich 4 völlig unterschiedliche Bilder gekriegt. Okay. Also ist jetzt nicht direkt übertragbar zu ChatGPT, es könnte dort anders sein, aber nach meinen Erfahrungen würde ich mich sehr wundern, wenn es nicht unterschiedlich wäre. Na gut, im einfachsten Fall machst du da irgendwie eine Abhängigkeit von der Uhrzeit oder so. Ja, und dann ist eine andere Uhrzeit. Also das, ja, irgendein Zufallsmechanismus. Aber andererseits, ne, ist ja eine Maschine, die kommt ja zu denselben Schlussfolgerungen. Unter verschiedenen, ich glaube, die soll Varianz rausgeben. Ja, und bei den Bilddingern ist es ja so, da kannst du ja noch ein Seed irgendwie dazugeben, beziehungsweise halt definieren. Und wenn du den auch gleich hast, dann sollte tatsächlich auch das gleiche Ergebnis rauskommen. Also nicht nur die gleiche Anfrage, sondern eben den Seed auch noch dazu. Und dann sollte es tatsächlich dasselbe Ding berechnen, dass es halt reproduzierbar wird. Aber eben für die Textdinger weiß ich gerade auch noch nicht. Jemand auf Mastodon spekulierte, glaube ich, dass diese Firma, die diese Maschine jetzt hergestellt hat, wahrscheinlich gar nicht das Geld unbedingt verdient, dass die Leute mit dieser Maschine arbeiten, sondern sie wird noch eine weitere Software entwickeln, die nämlich erkennen kann, ob das ein maschinengenerierter Text ist. Und damit werden sie dann richtig viel Geld verdienen. Also sie setzen erstmal so Dinge in die Welt und dann das Gegenmittel, und das Gegenmittel verkaufen sie dann teuer. Das habe ich gedacht, ist wahrscheinlich nur üble Nachrede, aber das wäre schon geschickt, das wäre schon gut. Wäre es wohl, wobei ihr auch schon, habe ich jetzt allerdings auch nicht in irgendeiner offiziellen Pressemeldung oder so gelesen, sondern auch nur über Mastodon Timeline irgendwo durchgeflattert, dass es wohl einen Pro-Account demnächst geben soll, der dann monatlich $42 kostet. Also sie wären halt sonst auch so schon nicht schlecht finanziert, wenn das mehr Leute nutzen. Ja, 42, aha, Nerds. Im Chat steht, DMO hat geschrieben, der Sendegarten, er hat ChatGPT mal gefragt, erkläre mir den Podcast Sendegarten. Ach. Der Sendegarten ist ein Podcast, dessen Thema sich um Gartenbau und die Landschaftsgestaltung dreht. Die Moderatoren besprechen verschiedene Themen im Zusammenhang mit dem Gärtnern und bieten Tipps und Tricks für Gartenliebhaber. Na dann. Ja, was kann das? Besser kann es doch gar nicht laufen für uns. Guck mal. Wir sind so unterm Radar. Wenn wir einfach aufhören, merkt keiner. Super. Herrlich. Eloquente Laberbacke. Erzählt einfach irgendwas. Das ist wie so ein Unternehmensberater. Echt, er stellt sich da vorne hin, ja, hat von Tuten und Blasen nur so angelesene Ahnung, erzählt aber voller Inbrunst, so und so müsste das machen. Alle glauben dem Typen und die Firma geht pleite. Also das ist so, das ist, und es wird funktionieren. Die Menschen werden sich nach dieser Scheißmaschine richten. Sie werden fragen, wie lange müssen, also wenn ein Ei 3 Minuten kocht, wie lange müssen 10 kochen? Dann sagt die Maschine 30 Minuten und sie werden alle keine leckeren Eier mehr haben. Aber sie essen ja eh vegan, von da ist auch egal. Ich habe gerade Eis verstanden statt Ei und dachte mir, Eis kochen? Was?
Und der Schiller hat gerade in den Chat geworfen, einen Heise-Artikel, den ich tatsächlich noch nicht auf dem Schirm hatte, dass in den USA offenbar ChatGPT tatsächlich schon ein Abo-Modell gestartet hat für irgendwas mit $20, wenn ich gerade beim Überfliegen richtig gesehen habe. Nicht 23? Also bitte. Also wirklich. Erschreckenderweise nein. Ah, was ist das denn? Kannst du nicht arbeiten. Na, so, ja genau, also man kommt ja ganz aus dem Universum, fährt ja quasi raus hier aus dem Universum. Ah, übrigens, also, hier fällt noch einer ganz raus aus dem Gespräch, der Jörn nämlich. Entschuldigung, Glas, bitte, sag was. Ein noch, ich habe wörtlich das eingegeben, was DMO getippt hat. Erkläre mir, was der Podcast Sendegarten ist. Mhm. Ich bekam als Antwort, der Sendegarten ist ein Podcast, aber es ist nicht bekannt, was der konkrete Inhalt oder das Thema des Podcasts ist. Das geht mir auch so. Möglicherweise handelt es sich um eine Sendung, die sich mit dem Thema Gartenarbeit und Pflanzenkultur beschäftigt. Ohne weitere Informationen kann jedoch keine definitive Aussage gemacht werden. Herrlich, herrlich. Wie war nochmal der erste Satz? Es ist was? Keiner weiß. Der Sendegarten ist ein Podcast, aber es ist nicht bekannt, was der konkrete Inhalt oder das Thema des Podcasts ist. Es ist, ich würde mal sagen, famous Charles Wirtz, oder? Ja, schöner Untertitel. Genau. Oh mein Gott. So, dann versuch doch mal, was ist das Podjournal? Was ist das Podjournal? Guten Tag. Guten Tag. Achso, ja. Achso, das ging gar nicht an mich. doch auch. Das Podjournal ist ein Begriff, dessen Bedeutung nicht bekannt ist. Es könnte sich um ein Online-Tagebuch in Form eines Podcasts handeln, aber das ist nur eine Vermutung. Ohne weitere Informationen kann keine definitive Aussage gemacht werden. Ja, Jörn, dann erklär mal. Ja, das Podjournal ist tatsächlich ein monatlich erscheinender, sehr kurzer Podcast, in dem ich immer am 1. eines Monats die Nachrichten für die deutschsprachige Indie-Podcast-Szene zusammenkehre. Und das, ja, jetzt gerade gestern am 1. Februar ist Episode 4 erschienen, 3. Ich habe schon jetzt schon den Überblick verloren. Naja, ich habe ja angefangen und habe am 1. Januar insgesamt 3 Episoden veröffentlicht. Mhm. Die Nullnummer und 1 und 2, also ist jetzt die 3. Episode veröffentlicht. Es sind aber 4 im Backend zu sehen. Das macht mich komplett fertig mit dieser Nullnummer. Die Nullnummer ist immer tückisch, aber das haben auch die ITler. Ne? Fängt die Schleife bei 0 an oder bei 1? Das ist ja auch so, glaube ich, so ein Expertenstreit. Da weiß man halt auch nie so genau. Ja, okay. Also herzlich willkommen im verwirrten Land. Also im Sendegarten. Also du möchtest Nachrichten aus der Indie-Podcast-Szene zusammentragen. Genau. Was dir auch gelingt, glaube ich. Aber wo fängt denn die Indie-Podcast-Szene an und wo hört sie für dich auf? Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine knifflige Frage. Also ich habe für mich jetzt erstmal definiert, dass so diese klassischen Produktionsbuden und deren Produktionen, die irgendwie Auftragsproduktionen sind, dass die grundsätzlich erstmal nicht dazugehören. Weil ich mir halt denke, was weiß ich, ob wir jetzt 4000 Hertz, Kugel und Niere oder hier den Laden von Frau Bokelberg benutzen als Beispiele. Das sind ja so, die finden ja in irgendeiner Konstellation statt mit einem Auftraggeber, der da im Zweifelsfall auch ein PR-Budget für hat, um sowas bekannt zu machen. Oder es ist jetzt, weiß ich nicht, ein sehr schönes Beispiel ist Familie Waschkau, die den Hoaxilla-Podcast ja jetzt hauptberuflich machen, alle beide. Und das war zum Beispiel auch mir eine kleine Meldung wert und einen kleinen Glückwunsch in die Richtung, dass das geklappt hat, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es Alexander auch sehr am Herzen liegt. Und wenn man sich anschaut, was er so postet seit dem 1. Januar, wo er jetzt auch wirklich hauptamtlich freiberuflich ist und nur noch Hoaxilla macht oder ausschließlich Hoaxilla macht, dem scheint es damit sehr, sehr gut zu gehen. Und das freut mich ganz enorm. Gleichzeitig hat jetzt aber Alexa ein Projekt gestartet, das heißt Dunkle Orte. Und ist eine Auftragsproduktion von Podimo und findet nur hinter deren Paywall statt. So, jetzt ist das etwas, das von einem, also ne, das, wo jetzt kein großes Label dahinter steht,
Aber der Auftraggeber ist halt Podimo und stellt das nicht im freien, zugänglichen Web zur Verfügung, nicht über RSS-Feed zur Verfügung. Man muss da ein Konto haben und deswegen findet das bei mir im Podjournal nicht statt. Ah, so. Machst du wieder das freie RSS-Format als Indikator? Nimmst du das? Das ist jetzt erstmal so die erste Näherung, die ich habe. Ich bin da noch nicht so wirklich klar. Und es gibt jetzt auch keinen, weiß ich nicht, Redaktionsstatut oder sowas, wer vorkommen darf und wer warum nicht. Sondern das sind einfach so Sachen, die ich, weil ich das halt alleine mache und keinen Auftraggeber oder keine Redaktion hinter mir habe, ich bin mein eigener Intendant, ganz aufregend. Und ich kann das halt so aus dem, zwei. Gut. Ich kann das halt selbst entscheiden. Und deswegen mache ich es jetzt erstmal so, bis mir was Besseres einfällt. Solche Sachen, ne, und dann kann man halt überlegen, so, wo zieht man denn eine Grenze? Also ich habe in einer der ersten Ausgaben gesagt, es geht mir um die Produktionen, die aus Leidenschaft entstehen fürs Medium Podcasting. So, und da kann man halt sich dann die Frage stellen, weiß ich nicht, jemand wie Max Jakob Ost, der inzwischen, soweit ich weiß, auch davon leben kann, oder die Geschichten aus der Geschichte oder Lage der Nation, sind das noch Indie-Produktionen, weil die sich ja schließlich auch von vermarkten lassen, von großen Häusern, die sich darum kümmern, dass da Werbung reinkommt oder auch, weiß ich nicht, das MinCorrect-Universum oder sowas. Da bin ich mir einfach noch nicht so ganz klar drüber. Und ich wüsste aber gleichzeitig jetzt auch im Augenblick nicht, also ich hab die alle nicht so hundertprozentig auf dem Schirm, in welcher Form die vielleicht bei mir auftreten könnten. So, keine Ahnung, veröffentlichen die ein Buch oder so. Ich glaube, Max hat das gerade gemacht, war aber zu spät für mich. Deswegen habe ich es nicht aufgenommen. Ja, so, wie gesagt, es ist alles noch so ein bisschen im Fluss, im Werden. Ja. Ich frage jetzt auch nicht, um dich zu quälen oder so, sondern weil das tatsächlich eine Frage ist, die mich persönlich auch beim Blick auf das Podcastland umgetrieben hat. Inzwischen habe ich einfach aufgegeben, also keine Ahnung. Ich freue mich, dass einige Personal-Podcaster, die lange geschwiegen haben, anfangen wieder zu sprechen. Hier der Fahrtenschreiber, der ist schon eine Weile da, aber hier auch Herr Backhaus hat angefangen, wieder was zu sagen und andere, das ist ja wirklich das Indie-Programm, also das ist wirklich nicht massentauglich. Und ja, Marc Litz hier haben wir gerade in der Vorbesprechung auch gehabt, der fängt auch wieder an. Und ich frage mich, als ich diesen Sendegarten noch mit dem Gedanken auch gemacht habe, hier einen Einblick in das Podcastland irgendwie zu geben, stellte sich die Frage natürlich auch, also wen nimmt man denn hier mal so mit als Gast? Nur jemanden, der jetzt den Sendegarten als Marketingmaschine benutzen will? Mir ist das so aufgefallen, auch als ich bei Mastodon zum Beispiel mein Konto angelegt habe, dass mir Podcast-Formate folgen, mir als Person folgen Podcast-Formate als Formate. Die können ja nicht an mir als Person interessiert sein, sondern die haben wahrscheinlich die Idee, nimm uns wahr, bring uns in den Sendegarten und mach uns irgendwie berühmt oder so. Ja, oder es ist halt so, also in meinem Fall, als ich einige meiner Podcast-Produktionen zu Mastodon umgezogen habe, habe ich halt auch so ein Bot drüber laufen lassen, der einfach mal guckt, wen unter meinen Followings finde ich dann auch irgendwo im Fediverse bin denen halt dann automatisch gefolgt, einfach damit da irgendwie was passiert in der Timeline. Und am Ende gucke ich überhaupt gar nicht rein, ich hätte mir das auch sparen können. aber es ist halt für mich einfach der Versuch gewesen zu sagen, okay, ich habe beim High Alarm Podcast zum Beispiel haben wir eine relativ aktive Community, die sich auf Twitter gebildet hat. Und dann einfach schon mal zu gucken, ne, wenn der Verrückte da jetzt auf 1938 umschaltet, dann will man die Leute ja vielleicht nicht verlieren. Also wie finde ich die nachher wieder, damit ich das dann nicht per Hand machen muss, habe ich halt gedacht, gucke ich mal, wer zumindest seinen Mastodon-Handle im Namen oder in der Beschreibung hat, dass ich die Leute dann schon mal habe. Keine Ahnung, ob das dann was bringt, aber das wäre jetzt so mein Verdacht, dass vielleicht so jemand wie ein Podcast-Profil, dass der dir deswegen folgt, weil er dich halt bei Twitter auch schon hatte. Sehr,
dass ich eine schöne andere Alternative, also eine alternative Erklärung bekommen habe, dass ich also keine böse Absicht unterstellen muss und einfach annehme, das ist halt so, hat der Bot so gewollt und dann ist es gut. Dann kann ich ja viel besser und ruhiger damit umgehen. Man muss ja auch nicht böse Absicht unterstellen, wenn andere Dinge das auch erklären. Da war ich vielleicht auch ein bisschen zu vorschnell. Ja, danke. Das ist gut. Ja, also ist jetzt natürlich auch mehr eine Theorie aus dem Bauch heraus. Ne? Egal. So anekdotische Evidenz N gleich 1. So, okay, wir haben noch gar nicht dich vorgestellt. Also ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es Hörerinnen gibt, die diesen Sendegarten jetzt in seiner 149. Ausgabe, ist übrigens eine Primzahl, ich habe tatsächlich nachgeguckt, weil mich Logbuch-Netzpolitik hat mich darauf gebracht, die haben da über Primzahlen geredet. Und 149, durch was lässt sich das teilen? Grübel, grübel. Durch nichts. Also nur durch sich selbst und eins. Also wir haben eine Primzahl erreicht mit der 149. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Primelzahl. Das ist ja auch ganz neu. Bitte? Primelzahl, sage ich, wir sind im Sendegarten. Ja, genau, Primelzahl, genau, Primzahl machen andere, natürlich. Linus heißt der Neumann, genau, Linus heißt der Neumann. Aber ich habe doch den Satz gerade angefangen mit was anderem. Ich habe es vergessen. Schön, wunderbar. Du wolltest Jörn vorstellen. Ach ja, genau, das war's. Thema meines heutigen Vortrags, wer ist Jörn Schaar? Wir sind's nicht. Oh, genau, wir sind's nicht. Entschuldigung. Ganz kurz, Jörn, zu deiner Person. Kannst du das? Ich jetzt? Ja, zu dir das, was erzählen? Ja, klar. Also, dann mach mal. Ja, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Und, ich wohne in Husum, das ist in Nordfriesland und sitze in der Casa Schaasa, wo ich diverse Podcasts produziere. Und am Tag bin ich Journalist und bei Nacht bin ich Podcaster. Denn Journalist in the Streets, Podcaster in the Sheets, irgendwie sowas. Ah, okay. Ich dachte, dann veränderst du dich auch, also nimmst eine andere Hautfarbe an. Hose aus. Okay. Ja, Journalist, du machst gerade das gesamte Bundesland Schleswig-Holstein für den Deutschlandfunk, darfst du bereisen und beackern. Streng genommen ja nicht nur für den Deutschlandfunk, sondern auch für Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Ah, okay. Die alle also gleich zum Programmportfolio des Deutschlandradios gehören. Also ich bin der Landeskorrespondent für Schleswig-Holstein. Das Deutschlandradio leistet sich in jedem Bundesland jeweils einen Inlandskorrespondenten, eine Inlandskorrespondentin, die eben dann für das Bundesland zuständig ist. Das heißt, ich bin der eine, der zwischen List und Gestacht alles irgendwie im Blick haben muss. Von Politik über Gesellschaft, Wirtschaft, erneuerbare Energien, Kunst, Kultur gehört auch irgendwie alles mit dazu. Verspätete und ausgefallene Bahnen und sowas. Ne, das nun mal nicht mehr. Aber ach, das war warum? Ja, also ich mache das jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Und es ist halt so, dass wir Corris einmal in der Woche eine Mail schicken mit unserem Wochenangebot, wo also drinsteht, was sind die Themen und Termine, die in der kommenden Woche anliegen. Also keine Ahnung, ne? Dann ist irgendwie Landtagssitzung und da ist dies und der Ministerpräsident bringt da einen Scheck vorbei oder was weiß ich. Und ich habe halt so ein paar Sachen dann aufgeschrieben, dass ich dachte, so da müssen die draufspringen. Das ist genau da. Kann ich eine tolle Reportage machen. Wir hatten zum Beispiel in Rendsburg gibt es ja diese Schwebefähre, über den Kanal übersetzt. Da gab es vor ein paar Jahren einen ganz schlimmen Unfall, wo das Ding mit dem Schiff kollidiert ist, gab zum Glück nur zwei Verletzte und keine Toten. Wäre das 5 Minuten später passiert, wäre da eine Schulklasse drauf gewesen, wäre wirklich dramatisch geworden. Aber so war es nicht ganz so schlimm. Und jetzt wurde dieses Ding halt vor ungefähr einem Jahr wurde ein Neubau eröffnet und schwebte dann zum ersten Mal wieder über den Kanal. Das habe ich angeboten, den Termin. Und das Feedback war, es ist ein tolles Thema in Schleswig-Holstein. So, das heißt, Aha. Die verspätete Bahn in Schleswig-Holstein interessiert ja schon kurz hinter Hamburg niemanden mehr. Also ich muss die Themen finden, die über Schleswig-Holstein hinausstrahlen. Weil es irgendwas ist, okay, wo Schleswig-Holstein vielleicht was Besonderes macht. Das kann irgendwas sein mit Blick auf, keine Ahnung, Corona-Regeln. Das kann irgendwie sein, eine besondere Art der Wirtschaftsförderung.
Das kann zum Beispiel, habe ich einen Beitrag gemacht über einen E-Sport-Verein in Flensburg, weil Schleswig-Holstein eben das Bundesland ist, das die meisten Fördergelder an E-Sport-Vereine ausschüttet. Und da gab es eben schon einen fertigen Verein, der sich ein Clubheim gebaut hat mit einem Trainingsraum und die in Meisterschaften, in Ligen antreten. Und das ist halt etwas, das andere Bundesländer in der Form nicht haben. Und deswegen ist das halt ein Thema, über das ich dann berichte. Okay, wo sich also Schleswig-Holstein gegen die anderen sozusagen abhebt, also was anders ist als das andere und verspätete und ausgefallene Bahnen, die haben die anderen auch, also brauchst du darüber nicht zu genau, besonders zu berichten. Oder es gibt vielleicht auch ein Thema, wo das bundespolitisch gerade oben aufliegt und das man aber an Schleswig-Holstein irgendwie erzählen kann. Also zum Beispiel hohe Energiepreise, haben wir alle an der Zapfsäule gemerkt, wird alles teurer mit Tanken. Und dann war so die Überlegung, wie kann man das erzählen? Und ich habe halt gedacht, okay, ich habe sowieso noch einen losen Kontakt zu einem Krabbenfischer in Büsum. Und der sagte auch, dass seine Kosten so durch die Decke gegangen ist, dass er gar nicht mehr rausfahren kann. Also habe ich das angeboten und das war dann eben auch die Reaktion aus den beiden Häusern, aus Köln und Berlin. Wir haben zwei Standorte, von denen wir senden, dass sie sagten, Krabbenkutter ist irgendwie plakativer und ungewöhnlicher als der x-te Taxifahrer oder der y-te Speditionsbetrieb, die auch natürlich alle Probleme hatten. Ja. Es sind ja ganz viele Firmen, die da echt ins Straucheln gekommen sind. Aber an den Krabbenfischern konnte man es halt gut erklären. Ja, und ist mal originell, ne? Also man nimmt quasi in den Bergen die Skiliftbetreiber und dann an der Küste die Krabbenfischer. So hat man einen schönen, zum Beispiel. Schönen Querschnitt durch die Republik. Oder die Lage der Krankenhäuser. 60% aller Krankenhäuser in Deutschland sind chronisch unterfinanziert, haben Riesenprobleme. Und jetzt habe ich halt in Schleswig-Holstein mal zusammengetragen. Hier gibt es jetzt irgendwie drei Häuser, die hart ins Straucheln kommen und das habe ich dann halt einfach mal zusammengedreht. Und das ist dann eben das Schöne, dass man beim Deutschlandradio in den Programmen dann auch Zeit hat, um das zu tun. Dass man dann also sagen kann, okay, ich habe jetzt für das Thema mal 7 bis 8 Minuten oder auch mal bis zu 10, die ganz normal da im Programm auftauchen können. Und das ist halt einfach total schön, weil man dann viel Raum hat, so ein Thema auch mal tiefgreifender zu beleuchten. Ja, ja. Es geht auch in 1:30. Da muss man dann aber echt viel weglassen. Ja, ja, kill your babies, ne? So heißt das ja, glaube ich. Darlings, ja. Darlings, gut, ist besser noch. Also keine Kinder, das ist immer ganz schlecht. Aber ich meine, mein Gott, auch noch eine Frage aus echter Neugier. Ich höre meistens morgens hier, wenn ich mich so fertig mache, das Morgenmagazin beim Deutschlandfunk, wie heißt das? Informationen am Morgen, genau. Und da fällt mir manchmal auf, dass die Fragesteller, also die Moderatoren im Studio, wenn die da so einen Politiker interviewen, also das ist nicht immer so ganz, oder ja, also mir scheint das nicht mal so ganz neutral zu sein, so, sondern da klingt manchmal so ein bisschen so eine eigene Position dabei raus. Jetzt kann man natürlich sein, wenn man die regelmäßig hört, dass das eine Technik ist, dass man sozusagen immer automatisch die Gegenposition einnimmt zu dem, was er gesagt hat, einfach um aus dem noch mehr rauszukitzeln, um dem irgendwie ein bisschen Kontur zu verleihen, was die Person so sagt. Manche Gespräche, da sind die Moderatoren aber so in Fahrt, dass sie dem Gegenüber ganz oft ins Wort fallen. Das ist mir jetzt in letzter Zeit sehr oft aufgefallen. Und gleichzeitig gibt es ja auch diese Idee, Reporter mit Haltung. Also dass das durchaus vielleicht gar nicht so gewollt ist, dass man so absolut neutral ist. Hat sich da irgendwas geändert in der journalistischen Vorstellung? Oder ist das jetzt so eine Einbildung, die ich mir gerade zusammengezimmert habe? Weißt du das? Hast du das irgendwie beobachtet? Oder? So eng bin ich natürlich da auch nicht mit drin, wie die sich auch auf diese Interviews vorbereiten. Aber also ja, Haltung ist etwas, das allen Journalisten gut zu Gesicht steht, weil Neutralität sowieso etwas ist, das man nicht erreicht als Mensch. Das geht nicht. Man kann das immer versuchen, aber dann ist man halt ganz schnell irgendwo in einem Bereich, wo man sagt, okay, aber wenn wir den hören, dann müssen wir den auch haben. Und dann vergisst man vielleicht einzuordnen, dass die Position des einen eine Minderheitenmeinung ist. Und dann hat man also so dieses False Balancing, das will man vielleicht auch vermeiden. Und in diesen Interviews am Morgen, da kriegen alle an die Backen. Also einmal quer durch den Garten und das ist einfach, das ist
komplett egal, welche politische Färbung irgendjemand hat, die kriegen alle richtig Stress da morgens. Und sich da morgens live hinzusetzen und sich da interviewen zu lassen, da musst du schon echt gut vorbereitet sein. Ja, ich verstehe gar nicht, wie das möglich ist. Also die können ja um halb sieben da schon ganze Sätze bilden. Also da ist doch gar nicht in der Lage dazu. Ist mir völlig schleierhaft. Vorgestern war, glaube ich, Herr Maaßen da, der hat ordentlich Fett weggekriegt. Aus meiner Sicht natürlich zu Recht, aber okay. Er ist natürlich erstmal ein Mensch, kann seine Position darstellen, das ist auch in Ordnung so, aber der musste dann auch echt da schon komplizierte Sachverhalte erklären. Oder zumindest hat er so getan, als würde er das tun. Ja. War noch nicht mal 7 Uhr. Also, boah. Aber das ist ja auch was man von Berufspolitikern erwarten darf, finde ich. Dass man sie nachts um 2 weckt und sie dir die Geschichte erzählen, die sie erzählen wollen, oder? Naja. So, und dann hast du halt Leute, die das Spiel mitspielen, und dann hast du halt Leute wie beispielsweise Markus Söder, der sagt, sie haben zwar diese Frage gestellt, aber ich antworte mit dem, was ich für richtig halte. Ja. Das ist ja auch einigermaßen dass man dann unterbricht, dass man dann als Gesprächspartner unterbricht, weil du hast ja auch nur ein paar begrenzte Minuten, und sagst, nee, das ist jetzt nicht der Punkt, ich möchte gerne auf was anderes hinaus. Das kann ich auch noch verstehen, aber bei einigen Gesprächen habe ich wieder so ein bisschen... ja, schon so ein bisschen mich fremdgeschämt, weil da hat jemand angehoben, eine Position darzustellen, die war zwar ein bisschen krude, aber nun gut, kann ja sein, dass er jetzt da in seinem Weltbild so das so zusammensetzt und dann passt eins zum anderen. Das ist nicht mein Weltbild, ich teile das nicht, aber die Person da gegenüber, die ist jetzt auch nicht komplett, hat nicht komplett freigedreht, sondern die hat einfach andere Schlussfolgerungen gebracht. Ich denke, dass ist okay. Also das muss man einer anderen Meinung auch zugestehen. Und da sind mir manchmal die Moderatoren zu schnell dann da dazwischen gegangen. Mir ist das deswegen aufgefallen, weil ich glaube am Montag in der Vorwoche, da war ein ruhiger, souveräner Sprecher, Moderator, der hatte einfach einen ganz anderen Ton. Der hat den Leuten auch klipp und klar gesagt, wo ihre Grenzen sind oder was er jetzt nicht hören wollte, aber mit einer solchen Souveränität, das war gar nicht so ein Krawall. Also morgens ist hier manchmal richtig Krawall auf der Leitung, wo ich immer denke, Leute, ihr seid der Deutschlandfunk. Also ich hatte das eigentlich anders in Erinnerung. So, aber ist vielleicht dann auch ein bisschen persönliche Disposition jeweils. Ja. Ne? Also weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber es gibt keine neue Ansage. Nee, ich habe nämlich, als wir haben ja mal im Foyer vom Deutschlandfunk, ne, da gab es doch die Subscribe. Ja. Da habe ich mal mit jemandem aus dem Haus gesprochen, und der erzählte, dass sie tatsächlich intern auch gemerkt haben, dass der Deutschlandfunk so eine Verkündigungssprache hat. Und dass man so ein Tanker ist und dass man irgendwie sich von den Menschen entfernt hat und so. Und ich hatte so den Eindruck, als wenn das so eine interne Reflexion da am Laufen wäre, wo man dann sagt, ja komm, wir müssen irgendwie ein bisschen runterkommen von dieser gestellten Sprache, ein bisschen dynamischer sein, ein bisschen menschlicher sein. Und das würde jetzt natürlich dazu passen, dass auch so ein Moderator im Studio dann einfach mal sagen kann, nee, das gefällt mir jetzt nicht, was Sie da sagen. Ne? Nee, wieso? So. Andererseits, ja, um menschlicher zu sein. Ich rede ja auch so. Ach so, ja. Ich bin ja, ich bin ja nicht ausgewogen rein. Ich würde das trennen wollen zwischen einer Sprache, die ein bisschen alltagsnäher ist, und dem und der Art, wie man dann ein Interview führt. So, das eine hat für mich wenig mit dem anderen zu tun. Aha. So, also ne, wenn wir jetzt auf einmal anfangen, im Programm zu sprechen wie echte Menschen und nicht wie irgendwie jemand, der vom Balkon deklamiert, dann ist das ja die eine Sache. Und aber wenn man so in einem Interview auf einmal einen anderen Duktus hat, das Gespräch anders führt, da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, weil wenn es um Sprache geht, das ist tatsächlich was, das auch ja eine strategische Entscheidung sein kann. Ja. Also zu der Zeit, wo die Subscribe im Kölner Funkhaus stattgefunden hat, war ich da noch nicht, hatte ich noch einen anderen Arbeitgeber. Deswegen weiß ich nicht,
wie da im Haus kommuniziert wurde. Es ist schon so, das merke ich zum Beispiel bei mir selber, dass ich manchmal Beitragsmanuskripte schreibe, wo ich denke so, komisch, so hättest du vor anderthalb Jahren noch nicht formuliert. Ach, echt? Weil ich dann selber denke, so, ich muss jetzt dann auch dem Programm gerecht werden, ne? Und letztlich, wenn morgens das Interview kurz vor acht, daraus wird ja dann auch bundesweit zitiert in den Nachrichten. Mhm. Martin Rützler sagte im Deutschlandfunk. Ja, so, ja, das ist ja das Claim, genau. So, das ist ja schon ein sehr, sehr prominenter Platz. Und ich denke halt so, stelle ich bei mir manchmal fest, dass ich dann gelegentlich schreibe so, komisch, irgendwie ist das ein Satz, den ich so normalerweise nicht bilden würde, und dann lösche ich den und schreibe den nochmal, oder wenn es mir nicht auffällt, dann kriege ich dann den im Redigat nochmal zurück mit dem Hinweis, hier bitte zwei Sätze draus machen oder gleich einen neu formulierten Vorschlag. Also sowas, das kann eine strategische Entscheidung sein. Ja, ja. Ich glaube nicht, oder ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube es auch nicht, dass irgendjemand aus der Chefredaktion sagt so, und jetzt machen wir bitte mal morgens ein bisschen mehr Krawall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, es kommt halt drauf an. Ja, Krawall ist auch schon wieder weit übertrieben. Also ich neige zur Polarisierung in meiner Sprache. Ich werde manchmal darauf hingewiesen, dass ich zu intensiv, also zu starke Bilder verwende. Krawall ist natürlich auch sehr, sehr weit, aber ich hoffe trotzdem, aber dass ich wir können was ich meine. Ja. Wir können ja bei dem Bild bleiben. Wenn wir uns sagen, wir haben diese Interviews klangen vor zwei Jahren noch ganz anders als heute, und heute ist das krawalliger als damals, dann ist das ja, dann heißt das ja jetzt nicht, dass da jemand mit brennender Forke steht, brennende Fackel und Forke, steht und da irgendwie gegen Studiofenster hämmert, sondern das ist halt einfach dann ein etwas anderer Duktus als noch vor zwei Jahren, und da geht es dann vielleicht ein bisschen mehr hin und her, als es damals war. Aber das so, also von daher, ich finde jetzt nicht, wenn du sagst, das ist krawallig oder da ist Krawall im Studio, sehe ich jetzt noch nicht irgendwie die Mittwochnachmittag-Talkshow auf RTL oder so. Weißt nein, du, was ich meine? So, nein, das ist Krawall. Das natürlich so. Nicht. Nein, und, nein, das ist in Nuancen ja. Ist das. Das ist auch vollkommen legitim, das so zu sagen, finde ich. Das kann man durchaus machen. Ja, okay. Ich hatte mir irgendwie gedacht, das können ja nicht, sagen wir mal, diese Leute sind ja nicht alleine da. Da gibt es ja noch eine Redaktion, da gibt es noch einen Techniker und so weiter. Und wenn da jetzt jemand, sagen wir mal, über die Stränge schlägt, der wird ja wahrscheinlich auch wieder eingefangen werden. Also ist das Verhalten, was da gezeigt wird, schon okay. Also zumindest so redaktionell in Ordnung, würde ich mal vermuten. Sonst werden die ja wieder zurückgerufen. Gibt es doch wahrscheinlich auch so, wie nennt man das noch? Aircheck oder so, ne? Ja. Also das sind, ich gehe davon aus, dass die Sendungen das auch machen. Also es gibt zum Beispiel in der Morgenkonferenz gibt es keine Nachbesprechung des Programms. So, wir gucken da nach vorne. Also es wird nicht in großer Runde thematisiert. Zumindest habe ich das noch nicht mitbekommen, dass das stattgefunden hätte. Aber ich bin mir absolut sicher, dass die Redaktionen intern für sich eine Nachbesprechung machen und sich genau angucken, was lief gut, was lief schlecht, und natürlich gehört es zum Job eines Moderators, einer Moderatorin, dass man auch in so eine Aircheck-Sitzung geht, und das kann eben mit einem Redaktionsleiter sein oder das kann mit einer Beraterin sein oder mit einem Coach, der vom Haus angestellt wird, um die strategische Ausrichtung so ein bisschen mit zu beleuchten oder jemanden einfach zu begleiten in seinem, wie so eine Supervision in seiner Arbeit. Ja, das würde ich heute inzwischen sogar wirklich dankbar annehmen. Vor fünf Jahren hätte ich das noch von mir weggeschoben wie der Teufel das Weihwasser. Aber inzwischen, also eine gute Beratung, eine gute Supervision, ich glaube, da ist wirklich viel Segen drin. Aber es gibt eben auch so Gleichmacher. Ich glaube, das hat Holger Klein auch mal erzählt, dass da so Beratungsbuden von einem Sender zum anderen tingeln und damit hinterher alles gleich klingt. Das war so großartig.
Ich hab ja, bevor ich wirklich hauptamtlich Radio gemacht habe, habe ich relativ viele Praktika gemacht und war ziemlich viel damit in Deutschland unterwegs und war dann auch immer mal wieder auf irgendwelchen Radioveranstaltungen, so zum Netzwerken und zum Gucken, ne? Also ich war ja irgendwie auf der Jagd nach einem Volontariat. Und dann war ich erst bei, ich bin aus Nürnberg weggegangen und nach Frankfurt zu FFH gegangen. Und da lief immer so ein Berater rum von einer relativ namhaften Firma, dem mir immer mal wieder auf dem Flur begegnete. Und dann später haben wir uns irgendwo auf einer Messe getroffen und der guckte schon so, Nanu? Und als ich dann ein paar Monate später bei Radio Hamburg war, traf ich den schon wieder. Und der war vollkommen irritiert und konnte mich also überhaupt gar nicht einordnen. Also ich war halt einfach nur ein Praktikant, der halt 3 Monate in so einem Laden so ein bisschen gezeigt hat, was er kann und ein bisschen noch was aufgeschnappt hat. Aber ich lief halt immer diesem einen Berater über den Weg. Und das war halt, die Firma ist auch bekannt dafür, dass das solche Gleichmacher sind. Die laufen halt viel in großen Privatradiomärkten bei den Marktführern rum. Und das ist genau so. Ja, also von Holger Klein lernen heißt fürs Leben lernen, genau. So, jetzt holen wir mal den Profi-Radiomenschen ein bisschen zur Seite stellen. Denn heute bist du ja hier als unser Jörn, unser Podcaster Jörn und nicht als die Durchlaucht von Schleswig-Holstein. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal in die Runde hier, warum habt ihr den Jörn so lieb und warum lasst ihr euch gefallen, dass ihr das nicht seid? Vera, warum lässt du dir das gefallen? Weil ich echt sauer heiße und das viel cooler ist als Jörn Schaar. Oder so, keine Ahnung. Okay, du hast gar nicht das Gefühl, dass dir was weggenommen wird, sondern ja, genau. Behalt doch deinen Jörn Schaar. Ja, okay. Und warum hörst du ihn gerne? Hörst du ihn gerne? Also 2 Fragen. A, hörst du ihn gerne? Und wenn ja, warum? Ja, und weil? Deswegen. Nein, soll ich kurz rausgehen? Ist dir das unangenehm, wenn ich da bin und zuhöre? Oh, habe ich schon wieder eine falsche Frage gestellt. Menschen vorführen. Sorry. Genau das, ja. Nein, ich höre ihn einfach gern, weil er eine schöne Stimme hat und nett ist und Jörn Schaar ist. So. Oder so. Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Ja, ist okay, kannst du auch sagen, aus dem Bauch heraus. Ich mag den so. Ich mag den. Das ist ein valides Argument. Und jetzt frage ich lieber andersrum. Möchte noch jemand sagen, warum er sie gerne Jörn Schaar hört? Also, oder vielleicht. Bitte. Also ich erinnere mich wer hat er gesagt? Du. Also ich erinnere mich ja tatsächlich noch lebhaft daran, wie wir überhaupt nicht irgendwie aufhören konnten, als wir die Folge gemacht haben, gemeinsam bei mir zum Launchtag vom Podcasting-Buch. Da haben wir ja, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden diese Folge letztendlich war, auf jeden Fall deutlich über 3. Und es hat halt einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich höre ihm nicht nur gerne zu, ich quatsch auch sehr gerne mit dem Jörn und auch mit dem Martin und überhaupt. Und also von daher habe ich hier eher Flashbacks an dieses der dritte Versuch jetzt hier mal irgendwie Schluss zu machen. Nein, vielleicht doch der vierte. War toll, ja. Siehst du, und Jörn war auch einer, also Jörn, Johannes und Udo waren die Gründe, warum ich beim ersten Podstock war. Und Tobi, weil wegen. Und Gesche. Und wegen Gesche kannte ich da ein bisschen noch nicht. Nee, aber Tobi war ja mit bei What's in Your Pants, deswegen, also ich wollte die live sehen. Alle miteinander. Ja, Tobi musste ich gestern denken, der Lieferservice bei uns, hier auf der Arbeit, die Cafeteria beliefert, der heißt Transgourmet. ich habe ein Transwort gefunden, das muss ich sofort, gibt es ja gar nicht mehr. Ich wollte es euch schicken, ein Foto machen von dem LKW. Ja, sehr schön. Ja, du hast schon so viel gemacht, Jörn. Ja. Und
und machst immer wieder neue Sachen. Ja, furchtbar. Deine ich mache ständig irgendwo eine Schublade auf und stolper über eine Podcast-Idee. Gerade gestern oder vorgestern kriegte ich einen Screenshot von Gesche, meiner lieben Frau, die sich im Chat befindet und deswegen muss ich das sagen. Aber sie hat sich in unser gemeinsames Trello nochmal eingeloggt, mit dem wir irgendwann mal versucht haben, unseren ganzen Kram so zu koordinieren und schickt mir einen Screenshot. Da ist kein Datum erkennbar auf dem Ding, aber der Satz lautet, falls Corona über den Sommer dauert, Sequest Rewatch Podcast starten, sonst 2021 in Ruhe. Und also und so ähnlich ist das mit dem Podjournal gekommen. Das war halt irgendwann mal so ein Halbsatz, so ein Gedanke, müsste mal jemand machen. Mhm. Und dann verschwindet das so und irgendwann kommt das dann wieder hoch und dann gibt es halt so, das mache ich jetzt Momente, wie zum Beispiel, dass diese französische Firma da Castopod aus der Taufe gehoben hat. Ein System, das habt ihr auch schon hier ganz häufig besprochen, ein Content-Management-System ganz speziell für Podcasts. Und ich habe gedacht, das klingt total spannend und ich möchte das gerne ausprobieren, ich weiß aber nicht wie. Und vor allen Dingen soll es ja dann auch nicht irgendwie auf einer Testumgebung stattfinden, weil ich gar nicht weiß, wie ich die einrichten müsste. Also muss da ja auch Content rein. Und dann habe ich überlegt, was könnte denn Content sein, die ich vielleicht irgendwie locker produzieren könnte. Und dann, habe ich halt gedacht, dann machst du halt das. Und irgendwie 5 Minuten im Monat oder 6, 7, die es manchmal werden, das kriegt man halt hin. Und so kann ich dann damit irgendwie ein bisschen rumspielen, lernen ein bisschen was darüber und kann das dann wiederum auch in meinem Blog auf jörnschar.de verwursten, kann da eine Anleitung zu schreiben, wie richtet man das eigentlich ein, worauf muss man da achten, was sind Fallstricke und lerne beim Machen was Neues und kann dieses Wissen teilen. Dann, das ist so das, wie es dazu kam. Ja, wobei diese so 4 Minuten reden, das ist ja nicht viel Arbeit. Das ist ja nur das sichtbare Ergebnis. Du musst ja vorher deine Ohren und Augen ganz weit offen halten, um möglichst viel mitzukriegen. Das Sendegate irgendwie permanent verfolgen, die Entwicklungen bei Auphonic und bei StudioLink und bei Ultraschall und so weiter im Auge behalten. Sonst geht das ja gar nicht so auf, oder? Ja, setzt du dich da gar nicht unter Druck? Mal so rumgefragt. Sitzt du dir da irgendwie Maßstäbe? Naja, es ist ja jetzt so noch nicht wahnsinnig viel passiert inhaltlich. Das ist ja jetzt gerade mal die 3. Episode veröffentlicht. Also insofern, aber ich habe schon gedacht, woher weiß er das denn jetzt? Wo hat er das denn her? Habe ich schon meinen Hut gezogen? Doch. Also ich mache im Wesentlichen jetzt deswegen nichts anders, nur weil es das Podjournal gibt. Das ist jetzt. Ah ja. Ich kanalisiere das nur auf einmal. Ne? Mhm. Also ich gucke sowieso mindestens einmal am Tag ins Sendegate und ins Podlove-Forum rein. Und ich folge dem Auphonic-Account bei Twitter und ich glaube auch bei Mastodon. Und wenn die halt in ihrem Blog schreiben, hey, wir haben da jetzt ein neues Feature, dann lese ich mir das sowieso durch. Und jetzt, okay, dann habe ich es bisher für mich behalten. Und ich rede ja gerne über Dinge. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein Beruf. Ne? Als ich das erste Mal hier zu Gast war in Episode 2, habe ich mich mit diesem Autoschrauber verglichen, der nach Feierabend in der Garage noch an den Freunden, an den Autos seiner Freunde rumschraubt. Ja, das genau. Ist so, Podcasting ist für mich halt genau das. So, ich, ne, also Informationen zusammentragen und sie in Audio gießen. Hallo. So, das ist das, was ich jeden Tag mache. Und dann gibt's halt auch so Sachen, so ich habe jetzt, gut, okay, ich habe tatsächlich was anders gemacht, ich habe noch 2 Newsletter abonniert, die sich um Podcasting beschäftigen und ich werde wahrscheinlich noch einen 3. abonnieren. Wie viel ich da an Informationen für mich rausziehe, die dann fürs Podjournal relevant sein könnten, das steht noch in den Sternen, aber so, ja, man guckt sich halt so um und man kriegt halt irgendwie ein bisschen was mit und ja, und dann habe ich halt meine To-Do-Listen-App, da kippe ich das dann rein. Und einmal im Monat setze ich mich hin und forste da so durch, was kommt in die Sendung oder in die Ausgabe rein, was bleibt draußen, was ist mir vielleicht dann auch wieder zu aufwendig zu erklären. Also jetzt habe ich heute einen Tipp bekommen, hat mir jemand einen YouTube-Link geschickt, wo so verschiedene KI-Tools verglichen werden, die Video und Audio irgendwie schöner machen sollen. Mhm.
und sagte, das wäre doch toll, also wenn man das mal vergleichen würde. Und da denke ich mir also, ja, hast du recht, aber wenn ich das jetzt ausführlich vergleichen soll, dann sprengt das halt die selbstgesetzte Länge von ungefähr 5 bis 7 Minuten pro Episode. Also werde ich das wahrscheinlich nicht machen, zumal das auch kostenpflichtige Dienste sind, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob ich da ein Abo abschließen möchte bei Adobe zum Beispiel, damit ich das dann nutzen kann. Solche Sachen, so, das fliegt halt irgendwie so an mir vorbei und ich schreibe es auf und gucke mir das dann irgendwann am Ende des Monats an und denke mir, ja, okay, so kann was draus werden, schreibe dann halt einen Text. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel Arbeit. 5 Minuten, das sind so ungefähr 5000 Zeichen. Das, ja, mein Gott, wenn das 2 Stunden dauert, ist das lang. Das kann ich halt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nun wirklich dein Handwerkszeug, ne? Das, ja, da brauchst eben. Du nicht dich verstellen oder so. Das machst du nein. Zwischen also ich habe da einfach Kaffee. Auch ein, ja. So, das ist etwas, das ich seit 20 Jahren mache, journalistische Texte schreiben und Quellen zusammensuchen und auswerten und Dinge zuspitzen, dass sie halt auch in kurzen Absätzen noch Sinn ergeben, sinnfüllend sind und dann setze ich das halt da, dieses Wissen oder Talent oder wie du es nennen willst, das setze ich da halt ein. Das ist mein Handwerkszeug. Also die Tatsache, dass du da dieses Custopod ausprobieren wolltest und deine Erzählfreude und deine Neugier, die sowieso da ist fürs Podcastland und die Techniken, die es da so gibt, das zusammengenommen ist jetzt die Motivation zu sagen, ich mache das für Podjournal. Ja, genau. Richtig. Okay. Und du hast nicht die, die Absicht, so irgendwie so eine Art, wie soll man das denn sagen, Litfaßsäule zu werden, wo dann, also dass man dir die Sachen auch zuwirft und sagt, ja, aber erzähl doch auch darüber, wir haben eine Veranstaltung, erzähl doch auch davon oder so, also so ein bisschen dann das, auch, das, wie nennt man das denn? Schwarzes Brett oder sowas, so eine Funktion zu haben? Also ich sage das gerade relativ häufig im beruflichen Kontext. Sie können mir alles schicken. Und ich kriege am Tag irgendwie 60 bis 80 Mails. Und da forste ich halt durch. So. Und in meinem Wochenprogramm, das ich verschicke, da stehen halt nur die Sachen drin, die ich realistisch betrachtet auch in der Folgewoche dann umsetzen kann. Also das heißt irgendwie 3 Termine und vielleicht noch ein extra Thema, was nicht termingebunden ist, weil ich mehr einfach nicht schaffe. Ja. Und so ähnlich ist das auch beim Podjournal. Natürlich darf mir jeder gerne Hinweise schicken auf Sachen, die er oder sie persönlich total interessant finden. Aber ich gucke mir das dann halt an und schätze das für mich nochmal ein. Also ne, klar kann mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 7-1 Media anfangen, ihre Podcast-Pressemitteilungen in den Posteingang zu kippen. Dürfen die gerne machen. Wen sie jetzt neu vermarkten und welchen Podcast sie jetzt neu auflegen und das 15. 2-Promis-Unterhalten-sich-Format rausbringen. Völlig in Ordnung. Oder auch diese Geschichte, Detektor FM kooperiert mit dem RBB, mit dieser teurer Wohnen-Serie. Die ist super geil produziert. Aber es ist halt irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, das muss unbedingt ins Podjournal. Zumal ich auch sage, also dann müsste ich ja wirklich eine Grenze ziehen. So, ob jetzt irgendein reichweitenstarke Podcasterin was Neues startet oder ob das eben Rudi aus Wuppertal ist, der irgendwie seinen Landschildkröten-Podcast an den Start bringt und 5 Follower bei Twitter hat. Wo mache ich da den Unterschied? Über welchen dieser beiden erzähle ich denn und warum? Deswegen ist also vielleicht eine Neuerscheinung von einem Podcast gar nicht unbedingt etwas, das im Podjournal stattfinden muss, weil so viel auch jetzt immer noch passiert, wo ja ganz schon viele immer sagen, so dieser nächste Podcasting-Hype ist vorbei. So, ne, jetzt haben die Leute irgendwie 2 Jahre zu Hause gesessen, hatten nichts Besseres zu tun, also starten sie einen Podcast, weil sie gerade so viel hören und dann irgendwie das Gefühl haben, da Teil von sein zu wollen. Aber es ist ja, wenn du ins Sendegate guckst, da steht, jeden Tag stehen da irgendwie 2 neue Threads drin. Ich suche jemanden, mit dem ich einen Podcast zusammen starten kann. Und das sind meine Ideen für Themen. Warum soll ich über jeden von denen sprechen? Ja. Und weil letztlich die 5 oder 10, die da im Sendegate auftauchen,
die entsprechen ja wahnsinnig vielen anderen, die das Sendegate gar nicht kennen. Also dieser Gedanke von einem Überblick zu bilden übers Podcast-Land in Deutschland, das war ja schon, wollen wir ehrlich sein, zum Scheitern verurteilt, als der Sendegarten noch Pod-Union-Magazin hieß. Richtig, genau. Da sind wir ganz ehrlich. Das ist einfach eine fixe Idee und das kann nicht funktionieren. Ja. Und ich sehe uns alle noch, wie wir in Berlin in der Wikimedia sitzen und Moni sitzt vorne auf der Bühne und beschwert sich bitterlich, dass lauter Männer sich über ihre neuen Projekte unterhalten und keine Sau sich dafür interessiert, wie viele Handarbeitspodcasts es da draußen gibt und keiner davon weiß. Und im Publikum sitzen irgendwie 50 Leute, die sich jeden Tag auf die Schulter klopfen, wie gut sie sich in der Podcast-Szene auskennen, mich eingeschlossen. Genau. Und irgendwie werden die auf einmal immer kleiner, je mehr sich Moni da vorne aufregte. Und zu Recht. Genau. So, und das war halt so dieser Katalysator, das war der späteste Moment, wo ich gesagt habe, okay, einen Überblick zu haben scheint nicht zu funktionieren, weil es offensichtlich ja um mich herum noch ganz viele andere Filterblasen gibt, die ich überhaupt gar nicht sehe. Also das ist so ein Kram, wo ich sage, okay, das kann ich im Podjournal nicht leisten. Also da muss es dann eher um Sachen gehen wie, keine Ahnung, ne, das jetzt habe ich zum Beispiel diesen Monat vergessen, wenn man seinen Podcast über Apple monetarisiert, dann kann man jetzt auch von Drittanbietern direkt in diese Monetarisierung ausliefern lassen, sein Audio. Ne? Also früher war es ja so, die haben das angefangen. Dann konntest du irgendwie sagen, keine Ahnung, meine Premium-Inhalte kannst du jetzt bei Apple Podcast hören und die kriegen dann irgendwie 30% von den Einnahmen. Aber ich musste dann mein Audio direkt zu Apple Podcast hochladen. Und jetzt ist es halt seit ein paar Wochen so, dass es dann auch noch 3 oder 4 andere Dienste gibt, spezialisierte Podcast-Hoster, wo du dann direkt in dieses System reintunneln kannst. So, das wäre zum Beispiel eine Meldung gewesen. Ja. Habe ich verpasst. Ja. Ach ja. Ach, aber du gehst das mit einer solchen Abgeklärtheit an. Das finde ich ganz großartig. Ich bin damals irgendwie reingestartet, weil ich dachte, oh, coole Technik. Ich wollte sowieso immer gerne irgendwie was mit Radio machen. Das war so ein Kindheitstraum und ausprobieren und dann noch ganz viele coole Menschen kennengelernt. Plötzlich hatte man ein gemeinsames Thema und es war alles so ein bisschen, das Unfertige, das Anarchische war irgendwie so ein bisschen Programm, man hat einfach so losgelegt oder wurde animiert, so loszulegen, trau dich ruhig, mach einfach und so. Und das hatte alles so eine Eroberungs, ich weiß nicht, Gefühl, also oder so Selbstermächtigung und ach ja, komm, ne, da erschließen sich neue Räume. Und es war so dieses, also so ein wohliges Gefühl, als würde man auf eine Expedition gehen mit einer ganz tollen Truppe irgendwie so. Mal gucken, was an der nächsten Ecke wieder aufleuchtet. Das höre ich jetzt bei dir weniger raus. Also das bei dir ist eher so, ja, das gibt es schon, das ist so abgehangen. Dann gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Und ich gucke sowieso rechts und links. Und das ist, also du bist da nicht so auf Expedition unterwegs, sondern eher naja. Mit dem Fahrplan. Also auch das sind ja wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Mein ich Start das, in ne? die, ins Podcasting war ja ganz genauso. Und ich sage auch heute noch, wenn jemand sich bei mir meldet auf irgendeiner Veranstaltung oder sonst wie und fragt, wie startet man eigentlich einen Podcast, dann sage ich dem auch heute noch, fang einfach mal an. Und du fällst dann weich in eine sehr nette, freundliche, puschelige Community, die dir auch gerne weiterhilft. Und das ist super und mach das mal. Nur, aber jetzt ist es ja so, wenn ich für mich über Podcasting rede, der Haialarm wird dieses Jahr 10. Hey. Jörn Schaas von der Podcast ist gerade vor ein paar Tagen 9 Jahre alt geworden. Ja. Ich mache das halt schon lange genug und ich war auf genug Events und Veranstaltungen, habe mich mit genug Leuten aus der Szene unterhalten, dass ich halt für mich einfach so ein Gefühl dafür habe, das irgendwie so auch so ein bisschen einschätzen zu können. So, und dann ist halt dieses irgendwas, was du sagtest, so, das ist jetzt abgehangen genug, das kann ich mal erzählen. Das ist ja auch wieder so ein Journalistending. So, man beobachtet ja im Zweifelsfall auch mal ein Thema eine Weile, bevor man anfängt, sich dafür zu interessieren und darüber zu berichten. So, und das, ja, weiß ich nicht, wo das herkommt. Das ist halt auch ganz viel Bauchgefühl.
Ja, super. Ich finde das total gut. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich am 1. Januar gefreut habe, als, ich glaube, das kam von Vera, der Hinweis, dass du jetzt da so ein Journal aufmachst. Weil da hatte ich schon im Hinterkopf, den Sendegarten aufzugeben. Also für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, dies ist die letzte Sendung vom Sendegarten. Also wir werden heute das Projekt zumindest mal brachlegen. Also man weiß ja nie, was aus so einer wilden Wiese vielleicht nochmal wachsen kann. Wir werden uns auch irgendwie im Auge behalten. Aber dieses, was wir bisher machen, so regelmäßig alle zwei Wochen, jetzt alle vier Wochen, das wird es so nicht mehr geben. Weil da einfach hat sich etwas Verschleiß angesammelt. Und wir sind uns nicht böse, wir sind auch der Community nicht böse. Aber ich habe keinen Antrieb mehr. Mir bekommt es nicht gut. Das habe ich schon mehrmals auch gesagt. Und ich habe Zuspruch von oben bekommen, aus Schleswig-Holstein, von Jörn, der mich auch noch bestätigt hat, dann lass es sein, wenn es dir nicht gut tut. Und das waren so die entscheidenden Worte eigentlich, die gesagt haben, ja, dann lassen wir es auch. Also Mut zur Lücke, auch da. So, es fühlt sich so ein bisschen doof an, ne? Also etwas, was man jetzt so lange gemacht hat. Wir sind im siebten Jahr, das verfliegste siebte Jahr. Aber dann einfach zu sagen, nee, wenn ich hier mich hinsetze oder die Tage vorher, da habe ich ein schlechtes Gefühl. Wenn ich dann hier so sitze, geht es. Aber nee, ich möchte nicht mehr und ich weiß auch nicht, worüber wir reden. Ich habe auch keine. Also heute ist wieder großartig, aber weil Jörn natürlich Jörn ist, ne? Und der war unser erster Gast und der ist unser letzter Gast. Das stimmt nicht. Du bist der Herr Wunderlich war der erste Gast. Oh, ich habe heute ins Archiv geschaut und überall stehen Namen dran, nur bei der ersten nicht. Und da habe ich gedacht, die erste wäre so ein Teamgespräch gewesen. Aber du hast recht, da hatten wir den Herrn Wunderlich. Das kann schon gut sein. Gut, dann bist du der zweite. Ja. Aber kann der letzte. Nein, und das ist ja auch vollkommen legitim. Also wir haben uns ja schon mehrfach drüber ausgetauscht. Ja. Wenn sowas keinen Spaß mehr macht, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung zu sagen, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr, das tut mir nicht mehr gut. Und dann was anderes zu machen. Oder halt einfach dann zu sagen, okay, dann mache ich es halt, hören wir halt besser auf, solange es noch irgendwie halbwegs Spaß macht. Genau. Genau. Das ist ja sehr gesund. Also die Shownotes zur ersten Sendegarten-Episode sagten allerdings eine Premiere ohne Gast. Oliver Wunderlich, vielen bekannt besser als der Explikator bekannt, musste seine Teilnahme kurzfristig absagen. Aha. Aber im Titel steht er noch. Guck mal, jetzt. Ja, Donnerwetter. Enthüllungen. Du warst tatsächlich der Erste und wirst der Letzte sein. Das ist toll. Wow. Bookends. Alpha und Omega. Das kriegt ja dann direkt hier noch eine ganz andere Gravitas. Allerdings gibt es tatsächlich eine Kapitelmarke, die da heißt auf der Gartenbank Oliver Wunderlich. Nur um das alles ein bisschen verrückter zu machen. Dankeschön. Jetzt, ich dachte doch, da war irgendwas. Ja, wie sagte ChatGPT vorhin, wir wissen sowieso nicht, was wir hier machen. Schon okay. Also, ich kann mich ja. Nein, ich weiß nicht mehr, wie es war. Ehrlich gesagt, das ist 7 Jahre her. Was weiß ich, was ich vor 7 Jahren in dieses Mikrofon gesprochen habe. Es war zwar immer noch, es ist noch immer dasselbe, glaube ich. Aber ich habe 4 Stück davon, aber ich glaube, ich habe immer das Rote aufgehabt. Oder ist das, warte mal, ist das das Rote? Es ist das Rote, genau. Ich habe immer das Rote gesprochen. Ich habe nämlich ein rotes, ein blaues, ein gelbes und ein grünes. Weil ich nämlich mal ganz groß einsteigen wollte in dieses Business. Und das hat ja richtig gut funktioniert, wie man merkt. Nein, also ich bin guten Mutes. Aber wo wir gerade beim Rückblick sind, darf ich einladen, die Runde zu einem kleinen Rückblick? So, Eindrücke, Sendegarten? Ja, unbedingt. Lust, Unlust, Trauer, Freude, dass es nicht mehr geht. Habt ihr Bock, da was zu sagen? Sebastian vielleicht? Ja, ich komme ein bisschen unvorbereitet, aber ja. Ja. Wir können auch erstmal. Ich musste gerade erstmal reingucken. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. War ich eigentlich in der ersten Folge schon dabei oder bin ich erst später dazugekommen? Das glaube ich, damals noch nicht gesprochen. Genau. Ich habe die Technik gemacht und dann erst später dazugekommen. So rum war es, richtig. Ich habe dich irgendwann mal gefragt, ob du als Host sozusagen, und da hast du ja gesagt und da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Genau.
weil dann kann es nur gut werden. Und dann haben wir lange Zeit, ne? Also ich meine, das war noch genau 2016, da hatte ich das Potsdam noch nicht mit organisiert, sondern das lief dann auch noch über Branko, genau in dem Sommer. Ja, da war ich dann erst irgendwie 2 Jahre in der Community, wo das dann angefangen hat. Wir hatten viele spannende Gäste, also viele Themen, vor allem sehr viele unterschiedliche. Also ich glaube, das macht auch die Community so ein bisschen aus, zumindest die Blase, wo wir uns drin bewegen. Und das ist halt auch mal so die Spannung gewesen, ne? Dass man eigentlich gar nicht so richtig, also ich hatte nie die Zeit und auch nicht so wirklich die Zeit, mich vorzubereiten auf den Gast. Natürlich, manche kannte ich schon von den Treffen, aber manche mehr, manche weniger. Insofern war es halt immer sehr spannend, so aus verschiedenen Bereichen dann Einblicke zu bekommen. Und auch wenn es natürlich immer nur irgendwie 1 Stunde oder 2, damals war es ja noch ein bisschen länger, heutzutage haben wir es ja dann ein bisschen abgekürzt. Aber trotzdem war es immer sehr, eine schöne Zeit, an die ich mich zurückerinnere, an die Donnerstagabende. War eigentlich immer Donnerstagabend? Ja, ne? Wir sind nicht gewechselt, glaube ich. Ne? Ja. Ja, kann mich nicht entsinnen, deswegen. Aber du warst vor allen Dingen auch einer, der nie gesagt hat, ich bin mal nicht da, es geht mal nicht. Sonst, also irgendeiner von uns, ich auch, hat immer mal gesagt, so, an dem Tag kann ich nicht. Du hast es immer irgendwie möglich gemacht. Ich finde das immer noch verwunderlich, also bewundernswert. So. Wir hatten vielleicht mal zusammen gesagt, jetzt wäre mal gut, vielleicht für eine Sommerpause oder so, besonders irgendwie nach einem Potsdam oder so, aber ansonsten, ja, genau. Das ist eigentlich für mich immer ein Termin, der eigentlich ganz gut lag immer. Da hatte ich wenig Kollisionen mit. Insofern war das mehr Zufall, als dass das jetzt irgendwie, also mit meinem beruflichen Termin kommt das halt schwer durcheinander, also wenig durcheinander. Das kann ich halt drumherum planen, ganz gut, und dann passt das eigentlich. Ja. Also jetzt nicht unbedingt eine Wartung irgendwie in den Abend legen. Ja, okay. Ich habe ja damals gedacht, das könnte für dich so eine Win-Win-Situation sein, weil du dann mit uns hier eventuell auch neue Releases oder sowas probierst. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht auch. Klar, ich warte das eine oder andere Mal BetatesterInnen, gewollt oder nicht gewollt. Ja, ja. Ja. Man könnte ja jetzt auch sagen, oh, jetzt kommt er mit Video daher und schon zucken sie zurück. Weil wir Angst vor dem Bild haben. Aber das ist es nicht. Nee. Jemand gezwungen, jetzt genau, ihr wolltet nicht mit auf Video gehen, deswegen beenden wir das jetzt. Verschwörungstheorien. Ich habe heute noch Vera gefragt, ob ich hinter mir aufräumen muss, weil wir irgendwie unseren Videochat haben. Genau, ja, hätte ich echt mal vorschlagen sollen, so. Hätte ich dafür genug euch? Dran gedacht. Nein, ich hatte Sorge, dass wir Videochat haben, weil es jetzt ja funktioniert und neu ist, dass ihr das vielleicht schon macht. Und dann habe ich ganz verunsichert gefragt, ob ich jetzt hinter mir aufräumen muss. Meine Antwort war, wahrscheinlich müssten wir es alle tun. Ja, ich habe ja diesen Vorhang hier, den ziehe ich einfach hinten, der sieht dann aus wie ein Bücherregal. Also das funktioniert tatsächlich ganz gut. Aber ich habe, also mit euch würde ich das sogar machen. Aber das dann noch für die allgemeine Öffentlichkeit so sichtbar machen, also jedes Augenrollen oder Mundwinkel verziehen oder in der Nase bohren, wo man gerade über irgendwas nachsinnt oder so, da dann immer drauf zu achten, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache hier manchmal Sachen unbewusst, die will nicht jeder sehen und ich möchte nicht, dass sie jeder sieht. Muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen. Ja, danke schön, Sebastian. Das war doch schon mal ein schönes Statement. Jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht so noch der ein oder andere eine, muss ja nichts Großes sein, eine Kleinigkeit vielleicht beisteuern möchte. Will ja niemand zwingen. Das ist immer so ein bisschen. Also mir hat es immer Spaß gemacht, obwohl seit ich dabei bin, geht es bergab. Deswegen. Das ist ganz falsch. Ja, das wäre sonst noch viel früher zu Ende gegangen. Ja, obwohl, ja, vielleicht auch das. Ja, wir waren doch schon bei der 70. waren wir schon quasi am Ende und dann haben wir nochmal 70 gemacht. Also bitte. Ja, okay. Obwohl, ich war ja in der 81. war ich noch Gästin, also. Ja, guck, du hast den Verfall erstmal hinausgezögert. Ich hab den, genau, ja, okay. Na gut, dann sehe ich es so. War immer schön mit euch. Genau. Ja,
War schön also gewesen. Also immer schön, war schön gewesen. Erst als Hörerin und dann als Sendegärtnerin. Ist doch auch was Schönes, dass ich von mir behaupten kann, dass ich Sendegärtnerin bin. Ich meine, ist doch super. Ja, das bleibst du ja auch. Bleib ich also auch, wir, ja. Wir bleiben einfach so als Schatten... als Schattengarten erhalten, also Schattengewächse. Und wer weiß, vielleicht tauchen wir irgendwann mal wieder auf und machen Potsdok unsicher oder keine Ahnung. Aber dann nicht in dieser Form, wie wir die bisher angeboten haben. Das kriegen, also ich krieg's nicht hin. Wenn ihr ohne mich gerne weitermachen wollt, ja, bitte gerne, also kein Problem. Aber ich glaube, das Thema haben wir auch durch. Das ist auch nichts. Da haben wir ja auch lange und breit besprochen. Egal, ja, ja. Also Sendegarten ohne Martin geht gar nicht. Nee. Warum eigentlich nicht? Egal, dafür gibt es ja das Podjournal. Also alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, oh, Sendegarten, schade. Ja, umschalten, Podjournal abonnieren. Das wird auch noch länger werden. Der Jörn macht demnächst auch 2 Stunden. Das musste doch wachsen. Nee, also das ist, nein. Das ist tatsächlich ausgeschlossen. Das soll kurz, knackig sein, was das man so weghören kann. Das Einzige, was eventuell passieren könnte, über eine vergleichsweise lange Zeit hinaus betrachtet, dass es vielleicht irgendwann mehr Ausgaben im Monat gibt. So, das hängt aber auch noch an ganz großen Fragezeichen. Oder mal so ein Interview mit Sandro Schröder. Hm? Nee, das ist ja kein Interviewformat. Ja, so ein Special. Du machst das ja alle 4 Wochen, da kannst du ja zwischendurch vielleicht, nein? Nee. Sehr relativ sehr einfach. Gut. Sehr gut. Ein klares Nein. Du setzt die Grenze einfach vorne. Ist gut. Gut. Sehr gut. So, also wenn ich irgendwann Castopod dazu hinkriege, dass es E-Mails versendet, dass ich vielleicht noch mehr Leute ins System holen kann, die sich dann direkt daran beteiligen. Wenn da irgendjemand sich berufen fühlt, irgendwo in diesem Monatszeitraum zusätzlich zu dem, was ich mache, noch ein längeres Interview zu veröffentlichen, können wir drüber reden. Aber auch das sehe ich im Augenblick noch nicht, weil Castopod und ich einfach noch nicht auf Du und Du sind. Also dass das so funktioniert, wie es funktioniert, das ist ja auch ganz groß, hängt das ja mit Lars zusammen, der mich technisch einfach großartig unterstützt hat und mir bei ein paar Sachen geholfen hat, die ich nicht hätte lösen können. So, also ach, diese Kommunikation mit dem Fediverse, da muss man irgendwelchen Computer-Kung-Fu machen, den ich nicht kann. Und da sagte Lars, ne, warte mal eben, ich guck mal. Und 2 Minuten später war da irgendwas, was ich nur hochladen und verdingsen musste. Und dann ging's. Hat Lars mal eben den schwarzen Gürtel angelegt oder so. Ich weiß nicht, gibt's das bei Kung-Fu? Keine Ahnung. Verstehe. Ach, du wieder, du Magier. Datenbank-Magier. Der eine ist hier der Audiomagier und der andere Datenbankmagier. Ja, und dann haben wir noch eine Kükenmagierin und eine Romanmagierin und ach, ihr seid alle so toll. Großartig. Lars, erzähl was. Ein Interviewmagier. Genau. Was erzählen? Also im Prinzip zum Sendegarten, was Sebastian gesagt hat, dem kann ich mich vollumfänglich anschließen. Und besonders gerne denke ich auch zurück an die Live-Sendegärten beim Podstock auf der Bühne. Das war immer so, fiel immer so ein bisschen aus dem gewohnten Schema heraus, mit ein bisschen Chaos, mit sehr viel Lachen, mit sehr viel Spaß. Da denke ich gern zurück dran. Ja, da war die Anarchie wieder da, ne? Wir haben uns irgendwie jetzt hier so in so ein Schema rein gearbeitet, irgendwie, was hier so ein bisschen brav daherkommt. Also ich bin der Einzige, der den lustigen Quatschmacher versucht darzustellen. Das funktioniert auch immer weniger gut. Aber bei den Live-Geschichten habe ich das wieder mal alle mitgemacht, ja. Ja, und da denke ich konkret noch an den zurück mit dem Butler in Sorschied, war das, glaube ich, noch. Die war richtig schön, die war richtig schön verrückt. Also da an dem Ding, da habe ich auch an den Erinnerungen wirklich sehr viel Spaß. Also das stimmt. Ansonsten habe ich selber gar nicht so das Gefühl, bis auf Kalender und gelegentlich mal irgendwas selber
Ich habe nicht das Gefühl, den Sendegarten zu dem gemacht zu haben, was er ist. Ich habe das Gefühl, das ist die Leistung anderer Leute. Und dafür möchte ich Danke sagen. Unterschätz dich nicht. Mir wurde heute auch vorgeworfen, dass ich mich selber unterschätzen will. Also ich habe einige Rückmeldungen bekommen. Also Dankeschön dafür. Ich wollte das jetzt nicht irgendwie wochenlang ankündigen, aber ich habe gedacht, wenn wir heute jetzt hier in der Sendung sagen, wir machen Schluss, dann sind alle sehr vom Kopf gehauen. Deswegen habe ich das heute Mittag schon mal per Twitter, falls überhaupt noch jemand auf Twitter mitliest, habe ich gedacht. Aber siehe da, da kam doch die eine oder andere Reaktion und das meiste war eher so, ach schade, aber danke für das, was ihr bisher gemacht habt. Ich hoffe, ihr habt das auch alle irgendwie so ein bisschen im Auge mitlesen können. Das war ja öffentlich, falls ihr nur Twitter benutzt. Keine Ahnung, sonst erzähle ich euch das hinterher. Und wir haben auch eine Audio-Nachricht bekommen. Die hat uns der Martin vom Metacast zugeschickt. Können wir eigentlich jetzt mal einspielen. Das wäre eine ganz gute Gelegenheit dafür. Dann hört ihr nämlich auch, was der Martin gesagt hat. Warte mal, ich habe das hier wie immer viel zu spät nach Hause gekommen und jetzt muss ich das hier so ein bisschen improvisieren. Kanal an. Tja, lieber Sendegarten, jetzt sitze ich hier in meinem Büro und lese gerade auf Twitter, dass heute Abend die letzte Sendung stattfinden soll. Hier ist der Martin vom Metacast und ich möchte sagen, dass ich euch alle lieb hab und ihr einen Wahnsinnsjob die letzten Jahre gemacht habt und ich schon mit einer Träne im Knopfloch auf diese Entscheidung gucke und mir aber auch denke, ihr wisst schon, was richtig ist. Da bin ich ganz, ganz sicher. Fühlt euch gedrückt, geherzt, geliebt und wir hören und sehen uns. Ich bin da ganz sicher. Bis dann. Ciao. Er unterstellt, dass wir wissen, was wir tun. Das ist total lieb. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir wissen, was wir tun. Das hat eine Weile gedauert. Also ich weiß schon, was ich tue. Und da danke ich auch dem Jörn, der mir auch, also das, du warst jetzt nicht sozusagen der Bestimmer, aber du hast natürlich durch deinen Zuspruch mich bekräftigt. Und manchmal braucht man ja so an der richtigen Stelle mal jemanden, der sagt, ja, ist okay, was du machst, mach mal. Lass dich nicht von Dingen, von vermeintlichen Verpflichtungen oder irgendwas aufhalten. Wenn du meinst, das ist richtig, dann tu das. Und ich mach das dann. Dankeschön nochmal. Ja. Bei der Gelegenheit, ich bekomme gerade eine Nachricht reingereicht auf Telegram von Sascha. Der heißt es, ich nutze Twitter nicht mehr, aber liebe Grüße an Martin und alle vom Sendegarten, ein GelegenheitshörerInnen. Richtig, Dankeschön. Damit gerne. Dankeschön. Auch. Danke. Danke. Gelegenheitshörer. Lässt sich keine Gelegenheit entgehen. Dann hätten wir noch einen Einspieler von Marc Litz. Soll ich den auch mal direkt anstoßen? Oh, ja, mach mal. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich habe noch nicht reingehört. Hallo, meine Lieben. Hier ist der Marc. Lange nicht mehr gehört auf diesem Kanal. Mensch, was habe ich heute mit Schrecken gelesen? Der Sendegarten schließt sein Gartentürchen. Natürlich überraschend für mich und sehr, sehr traurig. Ich bin in Nostalgie verfallen ab diesem Moment, als ich den Twitter gelesen habe. Man hört es auch jetzt an, so ganz so einfach ist es nicht. Könnte man jetzt natürlich abtun mit, ja, komm. Stell dich nicht so an, aber nee, man muss dazu vielleicht Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, Martin und meiner einer waren ja zuvor Teil des Teams bei der Pod-Union. Pod-Union, die Gründe werfen wir jetzt nicht auf, wurde damals beendet und Martin war der Meinung, Mensch, so ein Garten, so ein Sendegarten, das wär's doch. Ja, da war man natürlich dabei. Das war ja ganz klar. Irgendjemand muss ja über die Podcast-Landschaft Überblick geben und muss beispielsweise auch Projekte unterstützen, ne, neue Podcasts teasern und so weiter und so fort. Das war toll. Das war richtig toll. Ich erinnere mich an richtig tolle Gäste, die sich durchgehend irgendwie auch immer wieder mal in den Sendegarten verirrt haben. Jörn Schaar beispielsweise, liebe Grüße.
Oder auch unsere Nahlinse, ne, falls man die noch kennt. Tim Süß, oh je, die gute alte Zeit. Ne? Tobias Micke, Markus Richter. Ach so, und natürlich, klar, Dr. Thomas Schwenke, der hängt ja da mit dem Richter zusammen, auch noch in so einem Podcast. Ja, also, lieber Martin, liebes Team, ich fühle mich zwar traurig, bin aber heilfroh, mit ein Teil des Teams gewesen zu sein, auch wenn ich dann zum Schluss aus zeitlichen und beruflichen Gründen nicht mehr so aktiv sein konnte. Ach herrje, ja, man merkt's. Es ist nicht mehr zu leugnen. Ach Mensch, ja, das Vogelzwitschern sozusagen, ne, das da muss man schon ganz genau mittlerweile hinhören, so viele Podcasts, wie es denn jetzt aktuell schon gibt, und es werden immer mehr, aber wo sind denn jetzt die Kleinen? Ja, da muss man ohne den Sendegarten jetzt vielleicht noch genauer hinhören, und dann hört man so während dieses, ich nenne es mal Straßenlärms, vereinzelt noch so ein paar Vögelchen. Und da lohnt es sich dann, richtig genau hinzuhören. Weil ich glaube, diese nicht kommerzielle Podcast-Schiene, die ist schon was ganz Besonderes. Und auch wenn es jetzt so klingen mag, wie, oh Gott, wie theatralisch, hört er den nie auf. Doch, jetzt. Er kann meine Gedanken lesen. Nochmal ganz, ganz lieben herzlichen Dank, dass ich Teil des Sendegartens sein durfte. Und Mensch, tja, macht's gut. Und Martin, vielleicht machst du ja den Riegel nicht so fest zu von dem Gartentürchen. Vielen Dank für euren Einsatz. Vielen Dank für viele, viele unglaublich tolle Stunden. Vielen Dank, Martin, für den Sendegarten. Bis dahin. Alles Liebe und Gute, liebe Grüße. Lieber Mal, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Einspieler. Ich habe gemerkt, dass du versucht hast, nochmal so Revue passieren zu lassen. Das, was wir gerade hier auch versucht haben, passt also sehr gut hier rein. Und ich möchte an der Stelle auch gleich noch an die Melanie und an den Bobs und Bob, an den Jörg erinnern, die ja ganz am Anfang hier das ganze Ding mitgetragen haben, bis sie dann auch irgendwann gesagt haben, ne, geht jetzt nicht mehr, das Leben kommt dazwischen oder was auch immer, und wo das dann nicht mehr gepasst hat. Also das war ja das Anfangsteam. Ich hoffe, jetzt wird keinen vergessen, aber nein, ich glaube, wenn doch, dann wäre es mir sehr, sehr peinlich. Und das hat sich ja die ganze Zeit auch entwickelt, also ist ja nicht von vornherein so gewesen, wie es jetzt ist. Ja, danke schön dafür. Hast du Ulrike erwähnt? Nein, ich wusste, da war was. Dankeschön, Ulrike, danke dir auch. Eieieiei. Das ist es. Ich habe mich nämlich nicht vorbereiten können, weil ich wieder heute viel zu spät von der Arbeit gekommen bin und hatte dann die Wahl, entweder esse ich noch was oder ich bereite noch so auf der letzten Rille irgendwas vor, und dann habe ich beschlossen für mich, nö, ich esse jetzt erstmal was und habe dann meinen Döner gegessen, damit ich mich auf den Gast richtig vorbereiten kann. So zumindest. So hätte ich dir jetzt eine Lasagne anbieten können. Lasagne. Die ist für morgen. Fack sie bloß nicht an. Ja, noch nicht mal probieren. Stimmt. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee, tatsächlich nicht. Das geht nicht. Ja, von mir auch ein ganz, ganz großes Danke. Ich ärgere mich über jede Folge, wo ich nicht dabei war. Ja gut, du hast aber auch ein straffes Programm gehabt, ne, die letzte Zeit, oder da war doch irgendwie so eine Weiterbildung, wo du immer hin musstest. Das war ja jetzt auch nicht so, dass du das leichtfertig aufgegeben hast, sondern das war ja immer, irgendwas war was anderes, was wichtiger war, ganz klar. Ja, so ja, ist das. So ist das. Ich weiß gar nicht. Wurde heute auch gefragt, bist du denn sentimental? Und hab dann gesagt, nö, eigentlich nicht. Und dann habe ich so mal durch unsere Archivseite gescrollt und habe gesehen, boah, da ist ja doch eine Menge zusammengekommen. Also 149 ist jetzt dann doch nicht so wenig. Und 7 Jahre ist jetzt auch nicht so kurz.
Und dann waren da so viele Namen und Erinnerungen. Ach guck mal, ja, ich erinnere mich noch und da noch. Und dann haben wir von Veranstaltungen so Sonderepisoden gemacht. Ach ja, genau, da haben wir in Leipzig da in der Halle unter einem Mordsgetöse, was um uns herum war, sowas gemacht. Und war schon recht ein wilder Ritt. Also, und dieses tolle Ventilatorlagerfeuer aufgebaut. Oh ja, das war toll. Was einfach so großartig war und so eine Gemütlichkeit. Also dieses Ding hat das Sendezentrum erst wirklich gemütlich gemacht. Es war verblüffend, dieses Ding. Ja. Also ich habe mich auch ertappt, dass ich einfach ab und zu mal da saß und so wie man halt draußen in ein Lagerfeuer starrt, habe ich halt diesen Ventilator da angeguckt mit dem. Diesen Lappen. Großartig. Ja, also es war so eine Art Feuerschale, aber das Feuer war einfach Licht, eine LED und das, was man sonst so als Rauch oder Feuer aufsteigen sieht, das waren so Seidentücher oder was und die wurden von dem Ventilator von unten angepustet und dann flatterten die dann die ganze Zeit so und das war dann so wirklich so eine Anmutung von kleines Lagerfeuer. Also das war schon verblüffend, diese Illusion. Ich glaube, das ist auch von einem, wer war das? Der Simon, glaube ich, der hat das aufgegriffen und der hat sich auch so eine Schale besorgt für irgendwelche eigenen Veranstaltungen, die er da macht. Also ich glaube, die ist sogar bei ihm noch regelmäßig im Einsatz. Also die Idee hat sich sofort verbreitet. Das fand ich auch schön. Ja, die steht bei mir noch in der Garage. Also wenn wir mal Bedarf haben, kommt vorbei, dann lässt du uns in die Garage mal da ein Feuerchen an. Großartig. Dass das nicht schon verrostet ist jetzt. Das ist nicht ganz trocken, die Garage. Das kann okay, das merke ich mir mal. Ja, gut, dann... Ist aber ein kaltes Feuer. Also da müsste man sich noch wärmen. Naja, wir werden es ja irgendwann mal wiedersehen. Dann kann man das ja vielleicht einpacken, das Teil. Warum nicht? Und Marshmallows. Ja. Die müssen wir halt nur irgendwie dann über dem Feuerzeug oder so warm kriegen. Mit so einem Gourmet-Bunsenbrenner. Nee, wie heißen die? Ja. Diese kleinen Lötlampen. So kommt mir ja übrigens das Podcastland so ein bisschen vor, wie diese moderne Küche. Weil die moderne Küche, die ist ja, will sich ja entschlacken. Die will ja nicht mehr so bombastisch daherkommen wie früher. Ich habe das jetzt bei der Dotti mal gehört, die hatte so ein Essen beschrieben. Da war das Besondere, dass das alles nicht gewürzt war. Dass man dann das pure, die pure Zutat sozusagen schmecken konnte. Es sei denn, man hat das noch in so eine Tunke reingetan. Wo ich dann auch, ja, also vielleicht, ne, Podcasting wollte so vom Radio so ein bisschen sich befreien und entschlacken. Und jetzt haben wir so eine einfache Küche, die kommt aber nicht ohne Sous-Vide-Garer und Stickstoff-Molekularküche irgendwie aus. Also ist auf der einen Seite einfacher geworden, auf der anderen Seite wollen aber dann auch einfache Podcast-Projekte durchgestylt sein. Ich komme jetzt drauf, weil ich am Wochenende habe ich den Podcast Cui Bono, Wer hat Angst vor dem Drachenlord, habe ich mir angehört. Mhm. Ich war vor 14 Tagen in ein Hasenloch? Rabbit Hole. Rabbit Hole, wie heißt das in Hasenloch? Kaninchenbau, danke. Aber Rattenloch hat der Hauptmaster auch jetzt neulich benutzt als. Okay. Habe ich zufällig heute gehört. Je nach Thema passt das ja auch. Da war ich auf YouTube. Bisamratte und so, ja. Ja, das ist auch ein Ding, das gehört dazu, pass auf. Es war ein YouTuber, der ist mit seinem Auto zum Nordkap gefahren und wieder zurück. Also so ein kleines Auto, wo man auch drin schlafen kann, aber so ein Hochdachkombi halt. Das macht er schon öfter und der hat so eine Community und ich war irgendwie da reingeraten und ich dachte, ach, Nordkap wollte ich schon immer mal wissen, wie sehen denn die Straßen aus da oben und so weiter. Ist ja ganz spannend. Und der hat daraus einen Livestream gemacht. Der hat also im Prinzip die Kamera rund um die Uhr laufen lassen und früher war er immer auf Twitch, dann haben sie ihn da rausgeworfen, jetzt machte er das auf YouTube, sodass ich auch, weil ich YouTube-Benutzer bin, die Gelegenheit hatte, da mitzugucken. Und kurz und gut, die Fahrt ging zum Nordkap, wieder zurück und begleitet wurde das Ganze durch einen Timer. Also man konnte quasi als Zuschauer konnte man Geld einwerfen und dann lud sich dieser Timer hoch und die Verabredung war, er hört erst auf zu streamen, wenn dieser Timer auf Null steht.
Und er hat gedacht, ja, ja, gut, die Leute geben mir irgendwann am Anfang so ein bisschen Geld und dann, bis ich wieder zurück bin, ist das Ding längst abgelaufen. Ja, hat er natürlich die Rechnung ohne seine Community gemacht. Wollte ihn natürlich so schnell nicht gehen lassen. Und Ende vom Lied ist, letzte Nacht hat das geendet nach 18 Tagen Dauerstream. Der hatte also 18 Tage lang dauernd eine Kamera vor der Nase oder um sich herum. Und ich habe das über weite Strecken verfolgt und habe mich dabei immer wieder selber gefragt, was mache ich da eigentlich? Ich gucke einem anderen Menschen zu, wie er da jetzt irgendwie Essen kocht oder den Hund krault oder was auch immer. Und mich hat das interessiert und fasziniert und gleichzeitig habe ich gedacht, hey, was machst du da eigentlich? Also was ist das für eine merkwürdige Art, anderen Leuten so zuzugucken? Vor allen Dingen, nachdem diese Fahrt zu Ende war, habe ich ja noch erklären können, ja, Landschaft und Nordkap reizvoll und so weiter, der war dann längst wieder zu Hause und hat dann seinen Alltag halt gelebt und da habe ich trotzdem geguckt, wie ist es, wie stehen die denn die Dinge? Ich kam mir vor wie bei der Truman Show, was ich früher so ausgelacht habe und dann habe ich das jemandem erzählt und er sagte, ja, das ist ja so ähnlich wie beim Drachenlord, der hat ja auch so eine Community, ist auch Streamer und da gibt es einen ganz tollen Podcast dazu und dann habe ich mir den angehört. Tatsächlich ist das ja da dann komplett eskaliert, also der ist in Streit mit der Community geraten, die haben dem Streiche gespielt und so weiter. Und witzigerweise hat dieser Nordlandfahrer das auch erlebt, dass dann plötzlich bei ihm die Polizei stand, weil irgendjemand die Polizei und die Feuerwehr zu der Adresse geschickt hat, die er eigentlich geheim halten wollte, aber naja, er hat das nicht gut genug gemacht. Es wurden ihm Pizza geliefert und seine Freundin wurde dann auch noch vom Pöbel da irgendwie beschimpft. Und er hat das im Prinzip so ganz ähnlich erfahren wie der Drachenlord, nur dass er sehr, sehr souverän damit umgegangen ist. Er hat die Community da nicht angestachelt, wie das der Drachenlord halt gemacht hat. Er hat ja da offenbar quasi mitgespielt, das Ganze. Jedenfalls, kurz und gut, am Ende dieser Folgen, ich weiß nicht, wie viele das sind, 7 Stück oder so, da hat dann der Macher immer aufgezählt, wer denn da alles dabei gewesen ist. Und da habe ich echt mit den Ohren geschlackert. Ich habe mir das mal mitgebracht, als kleiner. Cui Bono, wer hat Angst vorm Drachenlord? Ist eine Produktion von Studio Bummens, Andan und RTL Plus Musik. Autor und Host des Podcasts bin ich, Kesch Rauberos. Executive Editor und Redaktion Tobias Baukhage. Unsere Producerin ist Sarah Omer. Produktionsassistenz Luisa Johr. Fact-Checking von Lena Schulze-Fränking. Schnitt und Sounddesign Chris Kahles. Mit Originalmusik und dramaturgischer Beratung von Jakob Ilja. Und Hybridflöten von Maurizio Velasiera. Mischung Klaus Wagner. Coverart Henning Wagenbreth. Unsere Executive Producer sind Tobias Baukhage von Studio Bummens und ich, Kesch Rauberos, von Andan. Co-Executive Producer Jörn Hanschin und Patrick Stegemann. Ein besonderer Dank an Felix Denhardt und Mitsuo Iwamoto und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Und wenn ihr mehr Cui Bono hören wollt, die erste Staffel findet ihr im selben Feed. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, das nur kurz als Einblick, wie groß das Team gewesen ist. Ja, und der eine Musiker, also der Jakob Ilja, ist Musiker bei Element of Crime. Also, kenne ich jetzt nicht. Eine Band. Sven Regner, kennst du vielleicht. Okay. Der Autor Sven Regner, der auch Sänger bei Element of Crime ist. Genau. Hm. Naja, auf jeden Fall. Das ist der mit der Hybridflöte. Nee, der andere, der Musiker, der Hybrid-Mensch, weiß ich nicht. Aber ich weiß gar nicht, war es Tobias Migge, der dann danach eine Hybridflöte. Nee, ich weiß gar nicht. Irgendwer hat dann mal einen Link über Twitter geteilt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Er nimmt das auch auf und kommt, glaube ich, hinterher noch so ein Beispiel oder so. Aber ich bin, als ich zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, der hört ja gar nicht mehr auf, irgendwie die ganzen Leute aufzuzählen. Ja, ja. Weißt du, für mich ist Podcast so, schnapp dir dein Mikro und reinreden oder dein Handy und also so alles ganz schlicht und einfach. Und da wird genau das Gegenteil zelebriert. Eine riesen Mann- und Frauschaft
versucht da irgendwie eine Stunde Programm zusammenzukriegen. Es ist super, also es ist gut recherchiert. Es ist für meinen Geschmack sogar überproduziert. Weißt du, dann es wird ein Satz gesagt, dann schwillt die Musik auf, dann wird wieder ein Satz gesagt vom Erzähler, dann kommt ein O-Ton, dann schwillt wieder die Musik auf. Und da ist irre viel Arbeit drin, aber es geht auch alles viel einfacher und vielleicht ist das Einfachere auch schöner. Das ist ja jetzt eine Kopie eines normalen Radio-Features, aber im Podcast-Format oder im Podcast-Kleid. Also für mich ist das total verwirrend. Ich blicke da nicht mehr durch. Ja, das ist doch wie alle Podcasts, die jetzt irgendwie Steady-Feeds und sowas machen. Die sagen, ich stecke da jetzt Zeit rein, möchte ich auch Geld dafür haben. Und wenn ich dann den Menschen erkläre, dass ich beim Podstock mithelfe und dann auch noch Eintritt bezahle, um da mitmachen zu können, die gucken mich wirklich an und denken sich, warum bezahlst du denn? Du musst doch Geld dafür kriegen, dass du das organisierst. Also das ist so, die verstehen das gar nicht, dass man da quasi kein Geld für haben will, sondern einfach nur gerne Zeit und Herzblut reinsteckt irgendwie. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Das Verständnis ist insgesamt halt, also gerade für so ehrenamtliches Engagement, ehrenamtliche Event-Orga und so weiter, also da treffe ich auch immer auf sehr irritierte Blicke. Mhm. Das ist ja auch schon eine ganze Weile und das ist sehr, also es wird tatsächlich sehr skeptisch beäugt manchmal. Aber streng genommen könnte man ja ähnlich lange Credits auch für den Sendegarten am Ende der Episode verlesen. Genau, alle Gäste, Gästinnen, die da gewesen sind. So, ohne die, ne? Das Team und Technik von Sebastian und irgendjemand hat das Logo entworfen oder die Musik komponiert, den kann man ja auch aufführen. Und Executive Producer, keine Ahnung, wer bei euch schneidet. So, das sind ja alles Rollen, die man durchaus auch aufführen kann. Und so, ja, meine Güte, also es ist ja am Ende. Wir haben keine Hybridflöten, das haben wir nicht. Gut. Noch nicht. Aber so viel Personal haben wir nicht. Wenn, also natürlich, jemand schneidet, das ist Sebastian. Irgendwann hat er das übernommen, am Anfang habe ich das gemacht, dann hat er gesagt, ja, ich habe schon mal vorgeschnitten und das war so gut. Da habe ich gesagt, ja super, hätte ich ja gar nicht zu fragen getraut. Redaktionelles, Zuarbeit? Nee, hier doch. Mit dem Kalender. Ja. Lars immer und natürlich können wir das verteilen, klar. Ja. Aber ein Executive Producer... Oder? Ja, ist ja die Frage, wie benennst du das? Ne? Du kannst natürlich sagen, irgendwie, ja, keine Ahnung, Sebastian hat geschnitten oder er ist halt der Executive Producer, weil er auch noch das Studio-Link, die Infrastruktur stellt und technisch dann auch bedient im Moment. So, also ist ja eine Frage, wie man die Rolle bezeichnet, aber so, also man kann, der Gedanke ist ja einfach, mal aufzuzählen, wer da alles beteiligt ist. Und das kommt halt auch aus der Radio-Feature-Ecke, da macht man das ja auch. So. Ja, ich meine ja auch, das ist im Prinzip ja Radiomaterial. Das wird nur, das kriegt jetzt das Kleidchen Podcast um. Und für mich war Podcast eigentlich eher dieses etwas nicht so Schöne, das Glanz, also das weniger Glanzvolle, das nicht so durchproduzierte, sondern das Spontane eher. Und das, man versteht jetzt unter dem Begriff doch durchaus was anderes, glaube ich. Oder von immer schon ganz viel. Vielleicht bin ich da auch einfach zu schwarz-weiß im Denken. Ist mir schon mal gesagt worden, dass ich vielleicht nicht dass ich mit dieser Vielfalt irgendwie nicht klarkomme. Das kann natürlich auch sein. Warum soll man die einen schlecht reden, die anderen ist ja Platz. Im Internet ist ja Platz für alle. Ja, ist okay. Ja, und es ist halt einfach eine Frage von, weiß ich nicht, wie man das für sich selber machen möchte. Das ist ja, keine Ahnung, ne? Also ihr habt es vielleicht nicht nötig, dass am Ende jeder Folge nochmal der Name aller Beteiligten vorgelesen wird. Und andere Leute sagen halt, Mensch, es wäre doch nett, die auch zu attribuieren. Also ich weiß ja, hier Joscha vom Audiophil-Podcast, der macht ja auch ganz viel Musik für und Schnitt für Produktionen und der wird halt nie irgendwo erwähnt. Zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob der das immer so gut findet, dass er
nicht auftaucht dann am Ende. Ich lese hier gerade im Chat mit, der Andi macht den Vorschlag, lest doch mal am Ende der Folge alle Gäste und Autoren der Tools, die ihr benutzt, vor. Also auch Ultraschall-Leute, Podlove-Publisher, die Leute, deren Bibliotheken Sebastian in Studiolink benutzt und so weiter. Ja, und den Monteur, der dieses Headset zusammengeschraubt hat, ne? Mhm. Ja, genau. Und dann hat auch irgendwie der Postbote das Mikrofon gebracht. Wie hieß der denn jetzt nochmal? Ja, also, na klar, hat das alles Grenzen und man kann das auch alles irgendwie auf eine auf unendlich ausdehnen. Aber also ich finde es jetzt nicht so tragisch, dass ein Podcast am Ende Credits vorliest. Das machen Kinofilme ja auch. Und in einem Buch steht ja auch drin, wer das Lektorat gemacht hat. Ich habe da gar nichts dagegen. Also ein Radiofeature sollte das auch tun. Aber ist das dann... Und warum Podcast nicht, wenn der gleiche Aufwand reingeflossen ist? Ja, du hast wieder recht. Wir sind in Deutschland von 47, du merkst. Und ich bin, das ist doch ein gutes Zeichen, dass ich hier mal vor der Bildfläche verschwinden sollte. Weil man, es gibt ja tatsächlich Menschen, die da auf, darauf, was hier so gesagt wird, Wert legen. Und da sagen, ja, das wurde im Sendegard gesagt, das muss ja wahr sein. Da kriege ich ja schon Probleme. Weil es ist ja eben nicht so, dass das hier redaktionell durch abgehangen ist. Und auch das ist mir nicht ganz geheuer, dass so eine Erwartungshaltung sich da auch teilweise aufbaut. Das ist ein guter Grund zu sagen, oh, nö, sollen mal andere machen. Dann kriegst du demnächst diese Mails von denen, das war aber falsch, was du da gesagt hast und so weiter. Ja, die kriege ich sowieso. Aber du kannst damit besser umgehen, du hast ein dickes Fell. Naja, also die eine Mail, die ich neulich im dienstlichen Kontext bekommen habe und die bei mir privat ankam, die hat mich auch eine Weile beschäftigt, weil halt jemand meinte, zu einem Radiobeitrag Feedback geben zu müssen und hat mich dann halt kurzerhand gegoogelt und darüber dann die E-Mail-Adresse aus einem der zahlreichen Impressen gefunden und hat dann sich noch dazu verstiegen, das, was ich in einem Radiobeitrag gesagt habe, mit etwas zu verknüpfen, was ich halt einfach in einer Podcast-Episode vor mich hin schwadroniert habe. Ja. Und das ist dann natürlich ein Unterschied. So und ja, ja, ja klar, mein Gott, das ist aber eine ganz andere Nummer, natürlich. Ja, eben. Und da, das ist halt etwas, das Leute nicht unterscheiden können. Ne? So, das ist halt so eine Vorstellung von einer Person, die so einen Radiobeitrag macht und wie viel Recherche da vielleicht in so einen Text reingeflossen ist und legst diesen Maßstab dann vielleicht auch an ein Podcast-Produkt an, was zufällig von der gleichen Person kommt. Oder halt auch nicht an. Ja, ja, ja. So, aber ja, mein Gott. Ach ja. Aber dabei ist es ja schön, dass, ja bitte, bitte, erzähl. Nee, ich wollte eigentlich zu was anderem über, also gerne vorher. Ich wollte noch sagen, ist doch schön, dass es auch Konstanten gibt. Also methodisch inkorrekt ist ja so ein Beispiel, die haben, da weiß man auch nicht so ganz genau, was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt der anarchische, wir probieren uns einfach mal aus Podcast? Oder ist das ernsthafte Wissenschaftskommunikation, was sie selbstverständlich auch ist? Oder wollen die damit Geld verdienen, was sie auch tun, sie haben eine Firma gegründet, also das ist so für mich so der Prototyp des zwischen allen Stühlen Sitzens und sie haben keine Scheu, sich selber dann auch zum Affen zu machen. Also in der letzten oder vorletzten Ausgabe hat ja der Physiker erklärt, dass er nicht verstanden hat, dass ein amerikanischer Toaster mit 110 Volt anders funktioniert als ein europäischer mit 230 Volt und sich gewundert, warum der Toast so schnell schwarz war und die Heizwendeln weiß glühten und nicht so gemütlich gelb. Und einleitend zu dieser Episode hatten sie noch ein Lied gespielt, was so schön war, dass es mehrfach genannt wurde, dass wir das hier als Blüten Schatz bringen sollten. Und ich denke, die Gelegenheit ist jetzt günstig. Machen wir das mal eben. Die Polizei, die räumt, mit dem Dorf ist es aus. So'n Scheiß hält doch kein Mensch im Kopf mehr aus. Die Zukunft kaputt,
und der Jetstream labil, weil dank Kohle unser Klimaziel zusammenfiel. Denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist der Konzern mit den Baggern und der baggert noch. Ja, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist der Konzern mit der Kohle und der baggert doch. Die Jugend verzweifelt, die Krise ist arg. Auf Kunst fliegen Suppen, Gemüse und Quark. Junge Menschen schreien, seht ihr nicht, was geschieht? Doch RWE sagt, ich mach so gerne Profit. Denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist der Konzern mit den Baggern und der baggert noch. Ja, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist der Konzern mit der Kohle und der baggert doch. If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Methodisch inkorrekt, Folge 234 vom 24. Ja. Wenn man zu spät den Knopf zum Anhalten drückt, dann muss man noch länger durchhalten. Siehst du, es ist immer gut, wenn man zum richtigen Moment den Absprung schafft. Habe ich jetzt gerade nicht gesagt. Aber das ist ein großartiger Song, oder? Großartig und zeitgleich fies. Entschuldige bitte. Das ist, ich weiß nicht, ich war selten so wütend auf die Welt, wie Leute gerade unglaublich versagen, wie über die letzten Wochen mit dem ganzen Lützerath-Ding. Ich weiß nicht, ich hab die Nachrichten gelesen und ich war einfach nur wütend. Es war, ich war ganz kurz davor, von hier aus nach Lützerath zu fahren, um mich selber dahin zu stellen. Also es war wirklich, ich finde da überhaupt keine Worte für. Tja. Rant Ende. Ja, läuft alles nicht so gut. Aber nee, das dann so aufzunehmen, richtig. War einfach... Ja, sehr elegant, sehr elegant. Ja, und das ist so, also das ist für mich so der Prototyp des, ja, ach, muss nicht gut sein, muss nicht, nicht perfekt sein, aber so, wir haben trotzdem was zu sagen, irgendwie so, also das, das Ungeschliffene irgendwie, wobei natürlich, also ich will jetzt die beiden Stimmen jetzt, oder die drei, es waren ja offenbar drei Stimmen, jetzt nicht ungeschliffen. Das klingt zu negativ, das gibt wieder Howie. Nein. Das klären wir dann aber in der nächsten Sendung. Einfach aus dem Mist, der passiert, irgendwie dann doch noch was halbwegs Vernünftiges machen. Naja. Apropos Mist, der passiert. Der Lars hatte noch Spaß mit Twitter auf unsere Planung geschrieben. Ja, ich... Ja. Ich habe dich bisher übersprungen, aber ich habe das nicht ganz aus den Augen verloren. Wäre jetzt eine geeignete Stelle, wo man sagt, da passiert zwar Mist, aber wir machen trotzdem Spaß daraus, oder? Ich glaube, ich werde müde und kann gerade nicht ganz folgen. Ich weiß nicht, ob Spaß das richtige Wort ist oder Nein. ob es eher so dieses Katastrophen-Popcorn ist. Ich lese ja nur vor, was im Trello steht und da steht Spaß mit Twitter. Ja, ja, das ist Ironie. Ach so, ja. Ja. Ironischer Spaß mit Twitter, mit Lars. Ja. Ja, also der letzte oder vorletzte Sendegarten war es, wo wir uns länglich über Twitter unterhalten haben und da hatte ich die Hoffnung geäußert, es könnte ja eine der Änderungen sein, dass man die API weiter öffnet. Was meiner Meinung nach ja ein großer Mist an Twitter war, dass die irgendwann so begrenzt hatten. Naja, ich lag falsch. Und die API wurde ja für viele Drittanbieter-Apps kürzlich ohne Vorankündigung geschlossen, was auch schon so ein No-Go-Verhalten ist von diesem Laden. Und jetzt gab es neue Tweets, mit denen man eben ankündigt, dass die API nicht mehr frei verwendbar sein soll ab dem 9. Februar, also nächste Woche schon. Da soll man also zukünftig für bezahlen. Es kommen dann noch seltsame Begründungen dafür, dass man so viele Tweets ja hat und das wäre eine super Datenbasis
Und ja, darauf wollen sie gerne den Zugriff natürlich ermöglichen, aber bitteschön, bezahl dafür. Also bei mir hat es tatsächlich den Effekt gehabt, dass ich bei Twitter auch gar nicht mehr stöbere. Ich habe meine Drittanbieter-App von meinem Startbildschirm entfernt, die funktioniert ja eh nicht mehr. Und habe dann für mein Podcast-Projekt eben sehr zähneknirschend die Original-App installiert und benutze sie wirklich nur für direkte Interaktion und stöbere nicht mehr, weil diese App einfach großer Haufen dampfende braune Masse ist und ich mich überhaupt nicht damit beschäftigen will. Das heißt also, damit hat Twitter mich zumindest, was Aktivität angeht, quasi endgültig verloren, auch wenn ich die Accounts noch nicht gelöscht habe. Mir ist heute ein Tweet über den Weg gelaufen, ich weiß nicht, ob das Preismodell schon offiziell ist, dass das irgendwie dann $150 im Monat für 500 Requests, also Zugriffe auf die API. Also da kann man sie eigentlich auch gleich abschalten. Also. Ja. Kann ich dieses ChatGPT nochmal sehen? Das macht mir sicher einen lustigeren Stream, also Timeline. Ja, muss ich ja sagen, ich verstehe vollkommen, dass Leute sagen, ich bedauere das sehr, was mit Twitter passiert, weil ich hier eine ganz tolle Community gefunden hatte. Zwischendurch ging mir das auch so. Allerdings war ich jetzt schon für längere Zeit in dem Status Twitter auf, Riesenpuls kriegen, Twitter zu. Und habe ja mit meinem privaten Account, mit meinem persönlichen Account schon längere Zeit quasi nichts mehr gemacht, außer mal Podcast retweeten oder irgendwas, neue Episode oder so. Also von daher war Twitter für mich ganz persönlich, also bevor jemand schimpft, ich weiß, für viele ist das anders. Mein Schmerz ist da jetzt ziemlich begrenzt, muss ich sagen. So, und man merkt es aber auch, ich bin auch bei Mastodon nicht sonderlich aktiv. Vielleicht bin ich aus diesem Thema einfach irgendwie rausgewachsen oder nicht wieder damit warm geworden. Vielleicht passiert das irgendwann mal. Ach, du bist doch auf TikTok, gib's doch zu. Nein. Nein. Und ich habe irgendwie die Tage mal einen Twitch-Stream gesehen und habe selten sowas von einer absurden Reizüberflutung erlebt, wie mit diesen Einblendungen und Geräuschen und was weiß ich. Und also habe festgestellt, vielleicht bin ich einfach alt. Das ist aber auch okay. Das ist für mich wirklich okay. Twitter, ich bin halt wirklich erstaunt, mit welchem Tempo man das Ding vor die Wand gefahren hat und auch noch fährt. Also ich hatte ja gesagt, ich beobachte das, das tue ich auch weiterhin, weil ich habe ja keinen Leidensdruck da. Ne? Also ich muss ja jetzt nicht sofort weg und ich muss aber auch nicht im nächsten Monat unbedingt 10 Tweets absetzen, sondern ich kann mir das ja alles mit meiner Tüte Popcorn angucken und dann irgendwie mal was tun oder es eben auch einfach lassen. Und ja, das ist, aber ich habe das Gefühl, Twitter hat es geschafft, für 95% bei mir weg zu sein und ich benutze es im Moment nur noch für den Podcast. Tja, wie kann man so ein schönes, weltumspannendes Kommunikationsding so kaputt machen? Also den Wert darin nicht sehen, in dem, was die Menschen, also ich sitze auch immer nur und schüttel den Kopf. Nee, also das ist ja das große Missverständnis. Also wir oder Menschen, die diese Plattformen nutzen, sind nicht die Kunden dieser Plattformen. Wir sind grundsätzlich nicht. Ja, das ist jetzt sehr verkürzt ausgesagt. Ne? Also die Kunden sind halt die Leute, die da Geld für hingeben, dass diese Plattformen halt deren Inhalte anzeigen. This is it. Und von daher ist halt auch Menschen wie dem Musk oder anderen Leuten das, was wir oder andere Leute dort schreiben, im Prinzip erstmal völlig Hupe. Ja, also darum geht es halt einfach nicht. Das ist halt gerade, aber ich finde Twitter halt nicht archetypisch oder das, was Musk gerade da abzieht, nicht archetypisch für wie halt auch geschäftliche Übernahmen von Firmen und so weiter halt ablaufen oder ablaufen sollten. Aber das, ich vermute, da die ganze Causa wird irgendwann in Lehrbüchern stehen, also nicht nur volkswirtschaftlichen oder anderen, sondern auch in
Projektmanagement und so weiter. Wir werden da, glaube ich, alle sehr viel von lernen. Ja, aber es gab ja ein Vorher und ein Nachher. Also unter der vorherigen Leitung hat sich Tischer ja anders verhalten als jetzt. Und ich gebe dir recht, wir sind nur die nützlichen Idioten, die da sozusagen Geschäftsmodelle am Laufen halten, aber wir müssen als nützliche Idioten ja auch bei Laune gehalten werden. Und das Ganze muss sich auch noch an gewisse Gesetze richten. Also dass man da so ein Moderationsteam hat und so weiter. Letztendlich, ja, da stecken natürlich kommerzielle Interessen dahinter, aber das kann man fairer oder weniger fair gestalten. Also mein Bäcker nimmt mir auch Geld ab dafür, dass er mir Brötchen backt. Das ist ein fairer Deal. Und wenn ich sage, okay, ich zahle dir quasi mit meinen Daten und du darfst meine Interessen für deine gezielte Werbung ausnutzen, das ist auch ein Geben und Nehmen. Und wenn das ein fairer Deal ist, dann finde ich, ist damit erstmal nichts Schlimmes verbunden. Nur wenn ein Chef wie Musk jetzt plötzlich meint, ich nehme euch das jetzt mal alles so weg und bezahlt seine Mitarbeiter nicht mehr, zahlt die Mieten nicht mehr seiner Büros, die haben doch nicht mal mit kolportiert, die haben doch nicht mal Klopapier im Büro, dann laufen da plötzlich Dinge ganz, ganz anders als vorher. Und das ist das Drama. Nicht, dass da dieses Geschäftsmodell Kunden, die eigentlich nicht wir sind, sondern wir sind die Ware und so weiter, das ist ja alles okay. Also da habe ich ich bin damit im Reinen zu sagen, okay, ich nehme hier eine Dienstleistung in Anspruch, bezahle dafür nichts, dafür bezahle ich ihr dürft dafür mein Verhalten analysieren. Ist ein transparentes Ding. Also halbtransparent, man weiß ja nicht so ganz genau, was sie da tun. Aber ich lasse mich drauf ein. Ich lasse mich offenen Auges drauf ein und finde, das ist ein fairer Deal, wenn das Angebot stimmt. Aber was da jetzt gerade passiert, das ist ja ganz anders als vorher. Das beklage ich. Also nur ganz kurzes Veto bei der Transparenz, weil so einfach eben mit dem, dann haben die halt meine Daten, ne, so für dafür, dass ich das hier eben ohne Geldeinwurf verwenden darf. Das ist halt leider auch sehr verkürzt. Es gibt da eine großartige Doku. Ich weiß nicht, ob ich die jemals als Blütenschatz genannt habe. Es gibt ein großartiges Buch dazu, ob ich das schon mal als Blütenschatz genannt habe. Dann haben die einfach meine Daten. Und das gibt es auch schon, also den zweiten Teil. Ich weiß, ja, mit dir darüber zu reden ist gefährlich, aber ich hab's gefragt. Nein, aber lass mich vielleicht ganz kurz für die Leute, die sich's vielleicht angucken mögen, zumindest sagen, wie die Doku heißt. Ihr findet die absurderweise auf Netflix. Liegt an der Finanzierung, wie diese Doku aufgenommen wurde, ist vom Center for Humane Technology und heißt The Social Dilemma, deutsche Übersetzung, das Dilemma mit den sozialen Medien, und ich lege sie euch allen sehr ans Herz, weil das tatsächlich mal die Dimensionen verdeutlicht, was das eigentlich heißt. Ja, dann haben die da halt eben meine paar Daten und ich bin fein damit. Und das möchte ich einfach nur gerade auch nochmal die Gelegenheit nutzen, das Menschen sehr ans Herz zu legen. Ja, das mit Vorsicht zu behandeln, da bin ich ja völlig auf deiner Seite. Ganz klar. Nur solche Geschäftsmodelle gibt es, die werden wir auch nicht mehr zurückholen, glaube ich. Und irgendwann muss man irgendeinen Umgang damit finden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, sie stirbt auch am qualvollsten, aber sie stirbt zuletzt. Ja, das ist alles so ein bisschen. Ich denke, ich muss ganz oft immer an die Hexe bei Hänsel und Gretel denken. Ne? Die füttert den Hänsel, der verhungert nicht, der ist, ihm geht es gut, aber das Ziel ist, den Hänsel zu essen. Also er wird gemästet. Das sehe ich auch immer so am Horizont, also diese ganzen amerikanischen Firmen, die verhätscheln uns und vertätscheln uns und uns geht's gut, aber irgendwann werden wir aufgefressen, dann kommt das böse Ende. Das ist die andere Seite, die ich auch sehe. Aber ich sehe eben auch, dass wir da ja auch einen Vorteil draus haben. Also ich habe über Twitter so viele Dinge kennengelernt, Menschen kennengelernt, ich habe von Dingen erfahren, die wären mir sonst einfach verborgen geblieben. Das ist mein Vorteil, den ich daraus gewonnen habe. Und das funktioniert jetzt immer schlechter. Ich hoffe, dass das mit Mastodon besser funktioniert, wobei ich merke, dadurch, dass da so
Also ich muss jetzt immer überlegen, ist das etwas, was ich da reinschreibe, ist das was etwas, was für andere negativ beeinflussen könnte? Ich sehe ganz viele CW-Warnungen, Bilder sehe ich nicht, weil das heikle Inhalte sind. Wenn ich dann draufdrücke, ist es ein Schokoladenhäschen oder so, wo ich dann auch denke, was ist daran heikel? Wie ich da komme ich mit gewissen Regeln nicht so klar. Die kann ich nicht aus meinem gesunden Menschenverstand ableiten. Bei Twitter wahrscheinlich auch nicht. Da hat es auch Angebote gegeben, die ich nicht verstanden habe, ganz klar. Aber wir wollen das hier nicht über, vielleicht nicht in der letzten Viertelstunde sozusagen mit diesem schwierigen Thema beschäftigen, oder? Habt ihr da Redebedarf? Ja, sprecht frei raus. Also ich vermute, wir würden sonst hier einfach noch 3 Stunden sitzen. Nicht eben, genau. Ich gerne mit euch noch 3 Stunden hier sitzen würde. Da müssen wir mal ein Themendings machen zu dem Dings. Also unter einem anderen Namen, vielleicht im Gartensender. In dem Podcast von Vera. Der Zwitschergarten. Der Zwitschergarten, genau. Genau. Jedes Mal, wenn man... Ja, Küken und so, das passt doch. Ja. Genau. Kommen wir nochmal ganz zum Schluss vielleicht zu einer Urform des Podcastens, nämlich des Personal Podcastens. Jemand nimmt einfach ein Mikrofon und macht was selber von Interesse ist. Und darauf hat uns, auf eine solche Möglichkeit, hat uns die Silke hingewiesen. Die hat uns schon im Dezember einen längeren Brief geschrieben, einen Blütenschatz empfohlen. Und ich lese einfach mal vor, was die Silke geschrieben hat. Hallo, liebes Sinnegarten-Team. Ich habe einen wunderbaren Blütenschatz für euch. Der liebe Oboe-Man hat im Umwomukum eine besondere Podcast-Folge herausgebracht. Mit selber aufgenommenen Stücken alter Meister. Er selber sitzt am Cembalo, Oboe, Oboe d'Amore, Englischhorn und Blockflöte. Und zwei Kollegen namens Pierre und Karl haben noch mit Querflöte, Fagott und Kontrafagott ausgeholfen. Hybridflöte nicht. Er selber hat sich hintereinander aufgenommen und hat dann alle Aufnahmen zusammengemixt. Da möchte ich nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich hatte inzwischen das Vergnügen, sein Cembalo daheim anzuschauen und habe noch eine kleine technische Einweisung für dieses schöne Instrument erhalten. Ein wahrlich wunderbarer Vormittag. Wer sich mal klassische Musik anhören will, ist hier wirklich mal gut aufgehoben. Die Erklärungen im Vorfeld sind Gold wert. Hier geht's jetzt zu seiner Folge, da kommt der Link, vielleicht mag er ja auch mal wieder Gast bei euch sein und darüber erzählen. Ja, da habe ich der Silke schon geantwortet, das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Ich habe auf jeden Fall mal, ich habe nicht alles gehört, aber ich habe kurz reingehört in dieses Angebot vom Oboe-Man. Und vor allen Dingen Nummer 19 war mir aufgefallen, weil das hat den Titel Ich habe genug. Da hören wir mal ganz kurz rein. Ganz professionell blende ich hier mal aus, weil es über 5 Minuten geht und ich habe vorhin beim Durchhören keine geeignete Stelle gefunden, wo ich hier aufhören könnte. Ich finde das so witzig, ich habe genug. Ja, ich kann das von mir sagen, ich habe genug. Genug Sendegarten für heute und für, weiß nicht, alle Zeiten. Keine Ahnung, man weiß ja nie, was vielleicht nochmal passiert. Aber das wäre der Blütenschatz von einem Angebot, was wirklich eine Person, naja gut, mit Unterstützung von 2 Freunden, mit Hingabe, mit Spaß an der Sache und ohne kommerzielle Absicht und so weiter einfach so gestaltet. Also Podcast in der Urform. Das heißt übrigens C+C. Ich habe keine Ahnung. Das C steht ja in den letzten Monaten immer für etwas anderes. Vielleicht ist er ja auch. Aber was auch immer. Also Dankeschön, liebe Silke, für diesen schönen Hinweis. Dankeschön, Oboe-Man, für dieses schöne Angebot. So, jetzt kommen wir zu unseren Blütenschätzen. Hat einer von euch noch einen Blütenschatz? Na klar, man geht doch nicht in den Sendegarten ohne Blütenschatz. Super! Ich habe auch einen. Ja. Ach, ihr seid so gut. Ich habe im Prinzip 149 Blütenschätze, nämlich den Sendegarten. Das waren ein paar ganz tolle Jahre, die ich als gelegentlicher Gast, aber insbesondere als Hörer hier mit euch haben konnte. Und mir haben fast alle Folgen sehr, sehr gut gefallen. Ich habe immer sehr gerne zugehört, weil ich auch deine
Fragetechnik in den Interviews immer sehr schön fand, sehr zugewandt. Und das habe ich einfach immer sehr genossen, denn dass es den Sendegarten gab. Und auch für mich war der Sendegarten immer eine Instanz im Podcastland. Und auch ich gehörte dazu, dass ich dachte, Mensch, hey, was im Sendegarten stattfindet, das hat Hand und Fuß. Und auch darüber haben wir uns mehrfach ausgetauscht, dass ich weiß genau, dass du das nicht gerne gehört hast und auch jetzt wahrscheinlich nicht gerne hörst. Aber für mich war das immer so ein, ja, der Sendegarten war so ein Anker in der Podcast-Szene, an dem ich gerne festgemacht habe und an dem ich mich gerne orientiert habe. Ein Leuchtturm möglicherweise auch. Und deswegen ist der Sendegarten in dieser letzten Episode mein Blütenschatz. Danke, dass ihr das gemacht habt. Ja, danke schön. Ja. Nehme ich gerne an. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt einfach immer von mir weisen würde. Ich freue mich natürlich, wenn das funktioniert hat. Lars, du wolltest auch was ergänzen? Ja, ich habe einfach nur Danke gesagt muss eben als den ganz großen Teil des Sendegartens rein zeitlich schon, was so eine Folge ausgemacht hat, da dem Jörn einfach zustimmen, was Martin, also der Martin und die Fragetechnik und das alles das ist eine Sache, ohne die der Sendegarten nicht das gewesen wäre, was er war. Das muss man, da bin ich fest von überzeugt. So, und deswegen auch danke, Martin. Plus eins. Da schließe ich mich an. Dito. Ja, aber mir war immer wichtig, dass das hier keine Martin-Rützler-Show ist, sondern dass das schon eine Teamarbeit ist. Ja, ich weiß, ich habe, wenn man mal die Spuren auswerten würde, wahrscheinlich habe ich irgendwie 60% oder 70% Redeanteil. Ja, ist halt meine Idee gewesen und ich habe euch einfach als Co-Hosts dazu gewinnen können. Aber ihr habt immer respektvoll den Mund gehalten, wenn ich meinte, ich hätte was zu sagen hier. Und das habe ich natürlich nicht. Aber ich freue mich natürlich. Also ich halte mich für wenig begabt in dieser Welt. Ich kann wirklich nicht viel, aber dieses irgendwie sich auch in einem Gespräch auf Menschen einlassen und dann irgendwie mitschwingen und irgendwie ein Gespräch am Laufen halten durch Neugier, das hat echt gut funktioniert. Also da würde ich mir tatsächlich ein kleines Talent zuschreiben. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe es nicht trainiert, das ist mir geschenkt. Hat mir das Universum zugeworfen, wo ich eigentlich im Alltag wortkarg bin. Also bin ja scheu. Also ich telefoniere nicht gerne. Ich gehe nicht gerne irgendwo hin, wo ich mich nicht auskenne. Ich gehe ungern so in Bürosituationen mit anderen Leuten. Das ist mir alles so. Nee. Aber hier ist es anders. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Es ist halt so, ich nehme es hin. Ich bin dankbar dafür. Und freue mich, wenn das eben für andere auch zum Gewinn passiert. Also, wir hatten leider auch Interviews, wo ich dann hinterher erfahren habe, dass meine Fragen zu indiskret gewesen sind, wo ich Grenzen überschritten habe, die mir nicht klar gewesen sind, die ich auch eigentlich nicht hatte sehen können. Also, aber da hat mich so ein bisschen meine innere Richtschnur verlassen. Hat ja, glaube ich, also gerade wenn man etwas nicht professionell macht, so wie ich, mache es aus dem Bauch heraus, dann habe ich, also ich habe irgendwie so das Gefühl, bis dahin kann ich noch gehen und dann wird es aber indiskret, also an den Rand. Manchmal habe ich dann auch dazu gesagt, du musst auch nie antworten, Entschuldigung, wenn ich da zu weit gehe. Manchmal haben die Leute geantwortet, manchmal nicht. Manchmal habe ich es aber auch nicht gespürt, was da passiert. Und das hat mir auch dann in der Rückschau insofern wehgetan, was ich anderen wehgetan habe. Und es hat mich ein bisschen verunsichert, weil ich der Meinung war, ich hätte es besser können irgendwie. Also wenn man der Meinung ist, man hat das Richtige getan und dann bekommt man die Rückmeldung, das war nicht richtig, dann beginnt so eine Verunsicherung irgendwie. Und das waren so Momente, die waren schwierig, sagen wir mal so.
Also es ist nicht alles immer nur so, ja, da läuft ja alles flott und wie von selber, wie das, also es ist schon so ein bisschen, hat auch so kleine Einsprenkelungen. Die meisten Geschichten waren einfach großartig. Es waren wunderbare Gespräche, wunderbare Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die sich auch darauf eingelassen haben. Das geht ja auch nur, wenn Menschen sich öffnen. Also das ist ja immer nur die Hälfte des Spiels, Fragen zu stellen, sondern das Gegenüber muss ja auch sich öffnen und Vertrauen entwickeln und aufbauen und das über so eine Sprechleitung, wo man sich nicht sieht, wo man sich womöglich zum ersten Mal, wir haben ja sogar Blind Dates gehabt, wie wir das immer so schön genannt haben, Blind Dates unterm Gartenbaum, also mit Menschen getroffen, die man noch nie gesehen hat, die wahrscheinlich, weil man sie auch vom Bild her, irgendwelche Fotos von vor 10 Jahren, da wird man sich heute gar nicht drauf wiedererkennen, dann nur vor den Augen hat, wahrscheinlich wird man im Alltag aneinander vorbeilaufen. Das ist sogar passiert bei den Subscribed, dass jemand zu mir kam und sagte, ja, ich war doch im Sendegarten zu Gast und ich null Ahnung, was wäre das gewesen. Das waren auch so Momente, wo ich denke, oh, peinlicher geht's kaum, aber naja, so ist es halt. Ja, aber Dinge, über die man sich, Gesche schreibt es gerade sehr, sehr treffend im Chat, keinen großen Kopf machen muss, also du nicht, weil ja die Leute alt genug sind und mündig genug sind, dass sie sagen können, da möchte ich nicht drüber sprechen. Also da darfst du gerne ein bisschen dickeres Fell haben. Also man kann alle Fragen stellen und auf der anderen Seite muss dann aber auch jeder für sich entscheiden, will ich diese Frage jetzt beantworten. Also ich würde mal sagen, du hast aus meiner Sicht jedenfalls nichts falsch gemacht in dem, was ich gehört habe. Das kannst du gerne anders sehen. Das ist vollkommen legitim. Aber wie gesagt, zu einem Interview gehören immer zwei. Und wenn sich jemand entscheidet, in so einem Gespräch einzusteigen, dann kann er auch damit rechnen, dass Fragen kommen, die unangenehm sind. Und in dem Fall hat jeder immer das Recht zu sagen, darauf gebe ich keine Antwort. Ja, sehe ich auch. Das ist ja im Prinzip auch diese Richtschnur, die ich so gehabt habe. Ich habe nur die Sorge, dass in diesem fast privaten Ton, den wir hier so anschlagen, vielleicht vergessen wird, dass das etwas für die Öffentlichkeit ist. Also für eine kleine Öffentlichkeit, so irgendwie 1000 Leute oder so, das ist jetzt kein Stadion oder so. Aber es ist schon, es ist einfach dann. Saal 1, ne? Ja, ja. obwohl da gewisse Sachen nicht gehen in Saal 1. Ne? Das ist, naja. So. Und da habe ich schon, ich spüre schon auch eine Verantwortung, um dem Gegenüber, also das nicht aufs Glatteis zu führen. Also wenn das Gegenüber vielleicht, weil das eine neue Situation ist und nicht geübt, diese Vorsicht außer vor lässt, dass ich das sozusagen ein Stück weit mit übernehme. Aber das heißt natürlich, dass ich dann projiziere auf die Person, was ich glaube, was in Ordnung ist, das ist wahrscheinlich auch eine komplette Anmaßung. Also da, das kann man und tatsächlich dann nur auf das ist nicht dein Problem. Naja, wenn es hinterher Beschwerden gibt, also wenn mir hinterher jemand sagt, das war komplett falsch und ich hätte am liebsten das Gespräch abgebrochen, ja, dann tut es schon richtig weh. Ja, nachvollziehbar, aber dann darf man auch sagen, hättest du es mal besser gemacht. Die Freiheit hat jeder, der hier zu Gast ist. Ja. So habe ich es immer empfunden. Ich habe nie empfunden, dass irgendjemand hier gezwungen wurde, sein Innerstes auszupacken. Nee, ganz im Gegenteil. Ich war ja hier auch gestern, bevor ich ins Team eingeladen wurde. Und ganz herzlichen Dank auch dafür nochmal. Und es war jetzt auch in meiner Erinnerung, ich habe ja mittlerweile auch ganz, 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 ganz viele Interviews an allen möglichen Stellen gegeben. Es war wirklich, ich glaube, das wertschätzendste Gespräch, das ich halt als Gästin irgendwo je hatte. Oh. Mhm. Wisst ihr? Oh. Ja, okay. Das ist halt die Sorte Feedback, die man erst am Ende eines Podcasts bekommt. Ja, natürlich. Ja. Klar. Also nicht, dass dir das
auf dem Weg schon mal ein paar Leute gesagt hätten. Aber ja, die Frage ist halt, ich habe ja auch immer, dazu gelernt. Ich kann so solche Kommentare jetzt auch für mich positiv verbuchen. Das habe ich gelernt. Ich weiß das nicht nur von mir. Also ich sage, das ist ein Talent, für das ich nichts kann. Ich habe das nicht gelernt. Das funktioniert irgendwie so, keine Ahnung wieso. Manche können Bilder malen, die nehmen einen Pinsel in die Hand und da kommen einfach tolle Sachen raus und keiner weiß warum. Ich kann halt diese Art von Gesprächen führen, es funktioniert, ich weiß nicht genau warum. Ich bin aber dankbar dafür, dass ich es kann und ich freue mich, wenn jemand sagt, das hat mir gefallen. Das freut mich dann einfach auch. Ich nehme auch dieses jetzt an. Hat eine Weile gedauert, bis ich damit im Reinen war, aber jetzt kann ich es irgendwie zuordnen, einordnen. Ja, okay, das ist halt mein... Das kann ich halt. Okay, gut. Und ich freue mich. Dass das ein wertschätzendes Gespräch für dich gewesen ist, Claudia, das höre ich einfach wirklich gerne. Das geht mir runter wie Öl. Danke. Ja, ich danke. Und ansonsten, das ist doch schön, alles was, ne? Jörn sagt, weil uns hast du es ja jetzt hier jahrelang nicht geglaubt. Doch. Ich wollte es nur nicht an die große Glocke hängen. Was nützt es denn, wenn ich jetzt rumlaufe und sage, hier, ich bin der Hecht im Karpfenteich, ich kann irgendwie die besten Interviews führen. Hahaha. Was nützt das denn? Wem ist denn dadurch geholfen? Aber was nützt es denn, wenn du sagst, na, ich bin zwar gut, aber auch nicht wirklich und so, das nützt ja auch niemandem. Also du kannst schon selbstbewusst sagen, ja, ich kann gute Interviews führen. Punkt. Nicht der Beste, aber du kannst es gut. Vielleicht das. Genau. So. Gut genug. Genau, sicher. Nicht nein, der Beste. Gut, nicht gut genug. Ich weiß. Naja, ich verstehe. Na, ich hab da auch Grenzen. Ich denke an diese Show in Hamburg im CCH beim Kongress, wo wir die Wissenschaftspodcasts vorstellen sollten und ich sollte Wissenschaftler interviewen. Ja, das war eine komplett andere Situation und ich sollte irgendwie so in kürzester Zeit auf den Punkt kommen. Naja, das ist halt nicht mein Talent. Das hat nicht gut funktioniert. Aha. Ja, das ist hier im Sendegarten dann doch anders gelaufen. Ja, also wir huldigen uns alle gegenseitig, kreuz und quer, das ist doch auch schön. Jawohl. Ist doch gut. Also, ne, da, wie sagte Jörn vorhin, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Im Prinzip ist das genau der richtige Moment dafür. Aber wir denken auch an andere, denn wir haben noch einen Blütenschatz. Lars, du hast noch einen auf der Liste, glaube ich. Ja, tatsächlich. Aber Vera hat ja auch einen, genau. Ja, lass doch mal hören. Ja, Vera, bitteschön. Also. Ich meinte Lars, aber gut. Ja, Lars, fang du mal an. Gentleman. Genau, nee. Alles. Also fange ich jetzt an oder du oder was? Ich bin verwirrt. Ladies first, okay. Ihr könnt euch erinnern, als wir darüber gesprochen haben, dass ich leider keine Karten für Minkorrekt in Mainz habe. Mich hat dann Dirk Prims, der nicht zum ersten Mal mit Dirk Prims verwechselt worden ist. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also dieser Dirk hat mich dann angeschrieben nach dem letzten Sendegarten und hat mir eine Karte geschenkt, die er noch über hatte. Oh. Und das ist mein Blütenschatz und das finde ich sehr nett. Wie cool. Ne? Deswegen kann ich jetzt nächste Woche Freitag zu Methodisch Inkorrekt in Mainz gehen. Und das finde ich, das hätte ich ohne Sendegarten auch nicht gehabt. Sehr cool. Der Sendegarten und dass ich hier sein durfte, ein Blütenschatz ist, das ist natürlich total klar. Muss ich mich jetzt dann auch vordrängeln? Oder soll ich dann nach Lars einfach den Schluss zusammenkriegen? Nee. Hau rein. Hat schon irgendjemand auf dem Plan, was der Sebastian gleich noch sagen will? Ich weiß es auch nicht, also insofern mach noch. Überleg noch, genau, sehr gut. Diese Eigendynamik, ich liebe es. Ich hätte tatsächlich ein bisschen einen ernsten, nachdem mir tatsächlich gar nicht böswillig gesagt wurde, ich bringe immer die ernsten Themen rein, sondern tatsächlich sogar freundlich gesagt wurde, ich bringe die ernsten Themen rein. Und ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen, beziehungsweise habe es mit dem Fellow Nerd gemeinsam als Hörbuch gehört. Und
Ich finde, das sollten wir einfach alle mal gelesen haben. Das ist vom Rutger Bregman, Niederländer, Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Und er stellt da drin ganz, ganz viele Studien darüber vor aus über 50 Jahre. Also da sind einige, die sind sogar schon ein paar hundert Jahre alt, wo halt Versuche gemacht wurden eben mit Grundeinkommen, wo es halt um ganz viele gesellschaftliche Modelle und so weiter geht. Und ich fand das sehr erhellend und habe dazu noch ein zweites Buch, was ich habe ja letztes Jahr angefangen, mich mit diesem ganzen Finanzkram auseinanderzusetzen. Und das hakt da nämlich letztendlich ein, allerdings halt auf einer sehr persönlichen Ebene letztendlich von der Barbara Stanney, das Overcoming Under-Earning, wo es letztendlich darum geht, es ist eigentlich ein Coaching-Buch, wie man selber eben zu mehr Einkommen kommt und so weiter. Und jetzt so mit beiden Büchern zusammen knabber ich gerade an Themen rum, wo ich mich frage, wieso wir als Gesellschaft eigentlich kein Wertesystem für Menschen wirklich haben, außer hat Geld oder trägt bei zum Bruttosozialprodukt. Mhm. Und also die beiden Bücher, an denen knabber ich jetzt hier gerade so ein bisschen, und ich finde, mindestens das Utopien für Realisten sollten viel mehr Menschen auch noch gelesen haben. Ja. Und natürlich der Sendegarten und von mir auch ein ganz, ganz großes Danke. Ja, schön, der Sendegarten. Ja, warum nicht? Ein Blütenschatz. Aber ausgeblüht. Ausgeblühter Blütenschatz. Dankeschön dafür. Herbstblumen jetzt sind toll und sie kommen im nächsten Jahr wieder. Ja. Und die Plastikblumen gibt es inzwischen auch ganz viele schöne, gute. Die muss man nur noch entstauben dann. jetzt kommt aber der Lars dran, glaube ich, oder? Es gibt doch mal keinen Widerspruch. Widerspruch. Hui. Möchtest du Veto einlegen? Ich möchte nicht widersprechen, nein. Ah, okay. Ich glaube, ein Dauerblütenschatz oder Dauerblütenschätze im Sendegarten von mir waren der Geschichtsunterricht von Vrindt und Geschichten aus der Geschichte, früher Zeitsprung. Mit der Tradition darf ich zum Ende nicht brechen, deswegen habe ich Geschichten aus der Geschichte nochmal mitgebracht, nämlich die Folge 381. Mao Piai Luk und die Besiedlung des Pazifiks. Gibt es einen ganz tollen Überblick darüber, dass der Pazifikraum schon seit sehr langer Zeit besiedelt ist, wie das möglich sein kann ohne Navigationshilfen, wo man also zum Beispiel insbesondere mit der Längengrad-Thematik zu tun hat, das will ich aber jetzt nicht auswalzen. Wie kann man mit kleinen Booten so enorme Distanzen, wie der Pazifik sie aufweist, überwinden und da offenbar zielgerichtet den Ozean befahren. Und das Thema ist ganz, ganz, ganz spannend aufbereitet in dieser Episode. Ich möchte kurz die Beschreibung der Episode von denen selber vorlesen. Wir springen in dieser Folge ins 20. Jahrhundert, aber auch zurück bis in die prähistorische Zeit der ersten Besiedlung des westlichen Pazifiks. Wir sprechen dabei über einen Mann, der in den 1970er Jahren aufzeigte, wie es möglich war, das weitläufige Gebiet des Pazifiks zu besiedeln, und zwar zu einer Zeit, als die uns heute bekannten Seefahrtstechnologien noch Zukunftsmusik waren. Und da steckt alles drin. Es ist ganz toll erzählt. Es erzählt von großen Leistungen und es hat irgendwie auch ein sehr schönes Ende dieser Geschichte, was aus diesen Sachen in den 70er, 80er Jahren dann geworden ist. War für mich fast so ein bisschen Gänsehautmoment mit drin, wie diese Episode dann zu Ende ging, also die Geschichte. Deswegen eindeutig nochmal ein Blütenschatz. Jo. Schön. Gänsehautmomente sind doch schöne Momente.
Fein, Dankeschön dafür. So, jetzt habe ich noch einen Blütenschatz und dann hören wir uns an, was der Sebastian zu sagen hat. Oder? Haben wir noch was, habe ich noch jemand übersehen? Habe ich an Ulrike gedacht? Nein. Da ist sonst noch ein höherer Blütenschatz, aber der kann, glaube ich, auch zum Schluss. Im Chat. Ja, wir kennen den alle nicht. Von daher habe ich gesagt, sicher ist sicher, sagen wir mal lieber nicht. Also, aber wenn so. Du kennst du. Nein, ich kenne den auch nicht. Nein, ich sehe es nur gerade. Ja, wenn ihr euch da schon. Jetzt haben wir ihn erwähnt. Jetzt wäre es ja auch blöd, ne? Also gut, ja. Dann, okay, das ist ja auch mit dem Namen Backhaus versehen. Warte mal, ich hatte das doch gerade hier. Wo war es denn? Nachhall aus ehemals von Andreas Herrmann und Frank Backhaus. Ach, weißt du, mach das doch mal mit deiner Junoren-Stimme. Das klingt doch gut. Habe ich ja gerade. Ja, aber dann geschieht doch noch mehr, oder nicht? Rüdigers Blütenschatz aus dem Hörerchat ist Nachhall aus ehemals Podcast von Andreas Herrmann und Frank Backhaus. Folge 1 ist gerade draußen. Sie sprechen dort über Geschichten und deren Überbleibsel aus der Vergangenheit des Bergischen Landes und was sich davon heute noch finden lässt. Was für eine schöne Stimme. Dankeschön dafür. So, jetzt... war ich dran, ne? Genau. Ja. Ich springe nochmal zum Anfang. Hatte ja gesagt, der Pablo und der Lars, Gott, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, waren in Toulouse und haben dort den Satelliten JUICE angeguckt. Und so heißt auch die Episode 72 vom Auf-Distanz-Podcast JUICE in Toulouse. Die beiden unterwegs und wenn ich es richtig verstanden habe, kommt da noch mehr. Da bin ich neugierig drauf. Mir hat das sehr gut gefallen. Wie gesagt, diese Interaktion hat dem Ganzen eine schöne Leichtigkeit gegeben. Ich mag das einfach und mag auch Pablo und habe mich so ein bisschen auch an Auf Distanz Gruß Baikonur erinnert. Es war einfach damals ein sehr, sehr schönes Abenteuer, euch da täglich zu begleiten. Das war auch schon so ein bisschen Streaming, nur eben in Häppchen. Sozusagen. Ja, also großes Kompliment an dich, Lars, dass du die Mühe noch immer auf dich nimmst. Also bis nach Toulouse zu fahren ist ja jetzt auch nicht ohne und dich dann da so durch Besucherprogramme schleusen zu lassen. Ist ja auch anstrengend. Dankeschön. Fun Fact: Das Bahnfahren in Frankreich war klasse und auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg sind wir dann in Brüssel in einen deutschen Zug gestiegen. Der ist ungefähr 50 Meter gefahren und dann zusammengebrochen. So wurden dann aus 12 Stunden Bahnfahrt 14. Oh Gott. das totale Klischee. Also in unserem Waggon und im Nachbarwaggon waren alle WCs defekt. Das haben wir schon vor Fahrtbeginn gemerkt und dann fuhr das Ding an, blieb wieder stehen und war kaputt. Es war herrlich. Also. Ah, hinterher kann man drüber lachen, aber wenn man drinsteckt und nach Hause möchte, müde, kaputt, dann ist das nur noch nervig. Dann möchte man doch am liebsten den Hubschrauber oder das Flugtaxi bemühen. Ja. Ich habe schon lange nichts davon gehört vom Flugtaxi. Erstaunlich. Ja, das habe ich ja verkauft. Achso. Ich meinte jetzt nicht dein Flugtaxi, sondern das für alle sozusagen. Aber, ach so, ja gut. Also das war doch mal eine Zeit lang, konnte man im Prinzip jede Woche davon hören. Irgendeiner hat das über da erzählt. Ja, wer war denn das noch? Frau Bär? Oder wer war das Bayer noch? Bayer war das. Ah nee, Frau Bär, ja. Ja, für mich sagen sowas immer Bayern. Schön. Ich weiß auch nicht. Frau Bayern. Sehr schön. Ja gut, dann haben wir jetzt nur noch die letzten Worte, die weisen Worte von unserem Chief Executive Producer Hybridflötenspiel. Genius Head in the Background, Mental Stabilizer. Ich weiß nicht, wie man ihn noch nennen soll. Der Sebastian. Ja, ich denke, dass diese Folge auch ein Blütenschatz irgendwo ist, ne? Also als auch wenn es ein Ende ist, aber wir sind ja nicht aus der Welt. Man sieht uns ja noch weiterhin auf Veranstaltungen und man wird uns vielleicht auch. Ich war ja zum Beispiel auch zuletzt in einem anderen Podcast zu Gast. Also wir werden alle sicherlich irgendwo mal wieder auftauchen.
Das war auch sehr schön. Das könnte ich auch tatsächlich als Blütenschatz nehmen. Ne? Wollte gerade sagen, mach doch mal Werbung. Schon ganz wieder verdrängt. Von Simon und Konsorten, oder? Genau, das war zum Sendezentrums-Podcast. Ja. Den findet man unter sendezentrum.de, müsste man den, glaube ich, auch irgendwo abrufen können. Ist das nicht die Sondersendung? Genau, die Sondersendung heißt das Format dann, ne? Oder? Ich meine, die hätten das von Claudia und Ralf und Tim übernommen. Wie ist denn die Website? das-senderzentrum.de und dann geht man auf Podcast und da müsste es sein, genau, ja. Zumindest so findet man es jetzt im Web. Wie es im Feed ist, das weiß ich jetzt gerade nicht, oder? Was heißt der Feed hier? Der Chat, Link ist schon im Chat. Doch, die Sondersendung, hast du recht, ja. Das läuft da drunter. Genau, Ralf war auch dazu Gast kurz mit und genau, da haben wir uns nochmal über Studio Link, Quick, beziehungsweise Mix-Rooms unterhalten und ja. Und die nächste Ultraschall-Version, was dann noch so an Videofunktionen. Aber dazu könnt ihr das Podjournal hören, das hat Jörn auch ganz gut beschrieben. Das ist ein genialer Link, sehr gut. Soweit man 42 Minuten in vier Sätzen zusammenfassen kann und im 30 Sekunden O-Ton. Ja, das ist gut gelungen. Also so an Teasern ist das ja, ich meine, wer dann wirklich einsteigen will, dafür kann man ja dann wirklich die Folge hören. Genau, das hat wirklich Spaß gemacht, war eine schöne Runde. Und wie hier auch immer. Und so wird man sich, denke ich mal, immer wieder begegnen im Internet oder auf Veranstaltungen. Wird ja hoffentlich dann, also Podstock findet ja dieses Jahr statt, wieder vor Ort. Es wird voraussichtlich auch ein Winter-Podstock Remote geben. Termin steht schon halb fest, aber wir haben es noch nicht ganz öffentlich gemacht. Kommt Ende März wahrscheinlich. Einfach da ein bisschen offen halten. Wir machen das wie beim letzten Mal, dass wir wieder so ein Remote-Barcamp-Format machen. Also keine vorgefertigten Themen. Sondern alles entsteht dann vor Ort an Themen, was man mitbringen möchte. Und ja, und im Sommer dann das ganz normale Podstock, quasi Copy und Paste vom letzten Jahr, gleich Location und ja. Und dann hoffen wir, dass das auch wieder funktioniert. Ja. Ja, mehr kann ich eigentlich schon gar nicht mehr dazu zu sagen. Also es ist wirklich ein bisschen schade jetzt, dass es zu Ende ist, aber wie gesagt, das ist wo eine Tür zugeht, da geht wieder eine auf und irgendwo wird man sich wieder treffen und auch irgendwie in Kontakt bleiben. Mhm. Ich werde euch vermissen. Genau. Das denke ich auch, genau so. Deswegen bin ich auch nicht traurig, sondern ich versuche nach Schas und Schamot-Manier sachlich zu sein. Es ist jetzt so, wie es ist. Eine gute Entscheidung, glaube ich. Wir haben länger daran rumgeknabbert mit mehreren Anläufen. Also es ist jetzt nicht so, dass das gestern erst entschieden worden ist. Wir haben das schon länger in den Köpfen. Also wir jedenfalls. Und ich glaube, wir sind damit alle fein und geben uns den Raum für Neues, anderes. Und vielleicht kommen wir irgendwann mal zur 150. Also das ist ja quasi irgendeine Marke, wo man eigentlich sagen würde, ja, warum? Ihr habt es doch nicht mal zu 150 geschafft. Ja, also wirklich, kurz vom Jubiläum. Aber das ist gute Tradition. Wie heißt das? NSFW? Wir sind bei der 999 stehen geblieben oder so. Das ist doch auch irgendwie so eine magische Grenze. Vielleicht ist das ja, brauchen wir das genau, keine Ahnung. Und egal was, wir werden uns nicht aus den Augen verlieren. Und ihr werdet uns auch nicht aus den Ohren verlieren, glaube ich. Dafür reden wir einfach dann doch wiederum so gerne. Nur so nicht mehr. Okay, das wären so meine letzten Worte. Jetzt frage ich nochmal in die Runde, habe ich noch irgendwas vergessen? Wollen wir noch irgendwas sagen? Habe ich jemanden nicht zu Worte kommen lassen mit einem Thema, was vielleicht geplant war? Die letzte Person macht das Licht aus, würde ich sagen. Nee, das ich Türchen sagen, das Türchen zu. Aber ja. Bevor wir hier irgendwie das Feuer ausmachen, ne, müssen wir ja eigentlich die Fackel anmachen und jetzt noch an den Jörn übergeben. Genau. Genau. So, der Zündfunke geht jetzt an dich über. Also, hört alle das Podjournal. Ich müsste es ja Podjournal heißen, aber
Dankeschön. Ne? Aber ein Öl lässt sich auch so schlecht in die URLs packen und so. Ja, ich verstehe schon. Ja, deswegen, das ist der Grund. Ja. Nee, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich hatte mich total gefreut, weil schon am 1. Januar wusste ich ja, dass wir hier quasi auf der Zielgeraden mit unserem Projekt sind und das Gefühl, das Podcastland oder diese lieben Leute im Podcastland, die ja auch irgendwie so ein bisschen dieses Lagerfeuer, also oder das schwarze Brett oder irgendwas, was so ein bisschen zusammenhält, gut brauchen können. Sollte der Sendegarten nicht mehr sein, das war unser Wunsch, aber das Gefühl, da ist nichts anderes, war ja immer so ein bisschen auch so ein Hinderungsgrund und du hast dann einfach gesagt, ich mache hier was und also wir hatten, das stimmt natürlich so nicht ganz, aber wir haben immer gedacht, ach, das ist ja ein wunderbarer, legitimer Nachfolger. Wir können also unseren selbstgewählten Auftrag übergeben wir jetzt einfach an dich, obwohl du dir einen ganz anderen Auftrag gesetzt hast. Das passt alles überhaupt nicht, das ist schief und krumm, ist anarchisch, also ist es halt podcastisch. Ja, ach, das ist ja glaube ich auch, also ich glaube die große Parallele zwischen dem Sendegarten und dem Podjournal ist dann einfach, dass unrealistisch hohe Erwartungen an beide Projekte gesetzt werden. Ja. Genau. So. Nur du hast ein dickeres Fell. Du kannst damit besser umgehen. Das finde ich, also ich werde mir da eine dicke Scheibe von deinem Fell abschneiden. Egal. So, Leute, lass uns jetzt nicht hier das Ende noch künstlich herauszögern, was auch immer. Mhm. Das richtige Wort. Richtige Worte finden fällt mir auch immer mehr schwer. Das ist doch auch so ein Altersding, ne? Man wird ja auch nicht geschmeidiger, wenn man älter wird. Ich muss ja immer an dieses Gespräch zwischen Holger Klein und Gregor Gysi denken. Gregor Gysi hat gesagt, Also von 50 bis 60, diese 10 Jahre sind die härtesten im Leben. Und ich muss immer wieder dran denken, ja, irgendwie haben die recht, irgendwie. Danach wird es wieder besser. Vielleicht komme ich, wenn ich mal diese Phase hinter mir habe, komme ich wieder mit dem Rentnercast oder so. Dann machen wir den ultimativen Rollator-Test oder was auch immer. Oder. Machst du noch einmal Mäh? Ja. Essen ohne bitte. Zähne. So. Mäh. Noch einmal Mäh. Da ist es. Da ist es, das Original Sendegarten. Okidoki. Dann danke ich ganz herzlich hier in die Runde. Also erstmal vielleicht die Leute im Chat. Heute waren richtig viele da. Katastrophentouristen. Ich verstehe schon, dass ihr eine innere Verbindung auch zu diesem Projekt habt und das tut dann auch gut zu sehen, dass es eben, also was ich wirklich gut finde, ist, dass Leute sagen, schade, dass es so ist, aber es ist eure Entscheidung und ich respektiere sie. Ich habe heute keinerlei Gequengel oder so gehört, gelesen. Dafür großes Dank. Also das ist den Respekt gegenüber Entscheidungen, die man vielleicht jetzt nicht so dürfte findet, aber dann sagen wir, okay, ist aber so. Das freut mich zu lesen, dass das so existiert. Also das hat man an anderen Stellen ja auch schon wieder anders gehört, dass dann andere, also Menschen meinen, sie müssten über andere entscheiden und das funktioniert nicht, das geht einfach nicht. Also das entweder in der kleinen noch in der großen Beziehung funktioniert es nicht. Also Dankeschön an den Chat, Dankeschön an alle, die dabei jetzt hier vielleicht auch nur zugehört haben. Also das nur ist ja, ne, wisst ihr ja, das gibt's ja eigentlich nicht. Habe ich jetzt falsch gesagt. Also die zugehört haben, die hier live zugehört haben, die in der Konserve zuhören werden, so wie der Podcast oder das Podcast ja in der Regel ja gemeint ist als Begleitmedium, zeitsouverän, themensouverän funktioniert diesmal nicht so, wir haben keine Kapitelmarken. Ja, okay, hat die Anarchie wieder reingeschlagen. Und ich danke ganz herzlich dem Team, was hier über so lange Zeit sehr gut zusammengewirkt hat. Und ich danke unserem ersten und letzten Gast, dem Jörn Schaar, und wünsche ihm für seine Podcast-Projekte und vor allen Dingen diesem neuen, dem Podjournal, was wir alle mit großer Spannung erwarten, nur das Beste. Ja? Danke. Und dann gehen wir jetzt damit in die Nacht. Ja, bitte gerne. Und sagen einfach Tschüss. Man hört Tschüss. Sich.
Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.